Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 30. Lesung der Serie Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und ich habe heute wie immer meinen Co-Moderator aus Belgien am Apparat, der heute eine ganz wichtige Durchsage zu machen hat. Und bevor wir jetzt in die Sendung reingehen, gehen wir jetzt eben zum Jörg und begrüßen ihn jetzt erstmal. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Schönen Dank, dass ich da wieder dabei sein darf. Ich freue mich ja auch immer, wenn Donnerstagabend ist und wir wieder zusammenkommen für eine solche Lesung, wo du dich mindestens eine Woche darauf vorbereitet hast. Und dann komme ich und sage von, ey Michael, ich bräuchte bitte mal kurz ein paar Minuten Anfang der Sendung, weil ich habe eine ganz wichtige Mitteilung. Und ich werde darüber wahrscheinlich morgen selbst ein kleines Video machen. Das wird dann wahrscheinlich sogar noch erscheinen, bevor das hier rauskommt. Aber auf jeden Fall möchte ich das gerne mitteilen. Und deswegen möchte ich jetzt eben mal meinen Schirm teilen. Und das werde ich dann jetzt auch machen. Und dann kann der Michael mir gleich mal eben sagen, wenn er meinen Schirm sieht, anstatt seinen Schirm. Das sollte dann so ungefähr jetzt sein. Da muss ich eben auf Skype erstmal wieder zurück. Siehst du es? Ja. Okay, schön. Mit der Technik ist das ja, Entschuldigung, immer so eine Sache bei Live-Videos. Da muss man halt doppelt checken, dass die Leute auch das sehen, was wir jetzt sehen. Ihr seht hier einen Buchumschlag eines Buches, Eine für alle für eine, Königin des Himmels. Ein Buch, das ein Bruder in Christus, der Romanismus und die Reformation von Henrik Rettengillis bereits übersetzt hatte, auf sich genommen hat zu übersetzen. Und jetzt frage ich mich nicht mehr, welches Jahr das war. Ich glaube, es war 2019 oder so. 2018, 2019 hat er dann dieses Buch übersetzt, Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All. Das ist der Originaltitel dieses Buches von Jim Tetlow, Roger Oakland und Brad Myers. Und ich weiß nicht, was die Umstände da sind, weshalb wir keinen Kontakt mehr haben. Aber der Maximilian, der das Buch damals übersetzt hat, der ja auch in einer nicht gerade ganz leichten familiären Situation verkehrte damals und wahrscheinlich immer noch nicht verkehrt, er meldet sich einfach nicht mehr bei mir. Und ich laufe den Leuten auch nicht mehr hinterher und schon gar nicht dann, wenn sie sich nicht an Absprachen halten, die vorher gemacht wurden. Das habe ich nicht gerne. Aber ich möchte gerne mal jeden bitten, eine kleine Pause einzulegen und für Maximilian und seine Familie zu beten, dass alles in Ordnung ist. Jedenfalls, er hat das Buch übersetzt. Ich habe das Buch damals gelesen, ich glaube über 50 Teilen auf meinem YouTube-Kanal. Im Grunde habe ich immer noch Material, um da noch weiterzugehen mit dem Thema. Und jedenfalls hat er die ganzen Dateien natürlich gehabt, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm und deswegen habe ich gesagt, letztens in einem Video irgendwann mal von, ja, das Buch wird wohl nie erscheinen, weil ich hab's ja nicht. Ja, ich habe die Dateien schon. Ob ich sie jetzt in der endgültigen, reinen Fassung habe, mit den allerletzten Fehlern daraus gearbeitet, das weiß ich nicht. Und ich bin dann auch nicht der Typ, der sich stundenlang dahinsetzt und dann die verschiedenen PDFs aneinander klebt und sowas. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Aber ich habe ja eine wunderbare Gemeinschaft mit sehr vielen Brüdern und Schwestern in Christus über Skype, wobei ihr einige davon kennt, natürlich den Michael, mit dem ich ja hier diese Sendung mache, oder der mit mir diese Sendung macht. Und unter anderem kennt ihr wahrscheinlich auch eine Miss Marple, die ja auch in unseren Videos ständig im Live-Chat und in den Kommentaren auch immer dabei ist. Und die hat sich bereit erklärt zu sagen, ja, von gib mir doch einfach mal den ganzen Krempel. Und ich setze mich hin und mache das. Und ich habe noch gesagt, mach dir keinen Zeitdruck, mach dir keine Eile, aber ich möchte dann alles. Ich möchte das Buch, ich möchte die ganzen Extras dabei haben aus dem Heiligen Lexikon und das Proto-Evangelium des Thomas und was wir nicht alles noch gelesen haben. Und das hat sie tatsächlich hingekriegt. Und heute haben wir den 7. April 2022. Ich kam von der Taxiarbeit nach Hause und sehe in Skype eine Nachricht von der Miss Marple, dass sie mir das Buch in der endgültigen Fassung zugeschickt hat, was ihr jetzt hier das Titelbild seht. Und sie hat mir eine kleine Audioaufnahme gemacht, weil ich gesagt hatte von, ja, das wäre doch schön, wenn ich dich ein bisschen interviewe und wenn du dann ein bisschen erzählen kannst, wie du das gemacht hast. Und wir quatschen dann ein bisschen drüber zur Veröffentlichung dieses Buches auf meiner Archive-Bibliothek. Aber sie ist halt ein wenig schüchtern und ich respektiere das. Und sie hat mir eine Audioaufnahme von knapp 2 Minuten geschickt, wo sie ein bisschen Erklärung gibt. Und das werdet ihr dann in meinem Video hören, zusammen mit diesem Buch, wo es natürlich nicht nur hier diese erste Seite gibt. Nein, nein, es gibt ja, wie gesagt, das ganze Buch. Ja? Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, ins Deutsche übersetzt von Maximilian Oliver Geisbauer und gelesen von mir und dann eben
Die ganzen Anhänge, die dabei sind, Proto-Evangelium des Jakobus, heißt es nicht Thomas, das ist Jakobus, Marianische Kongregation, ökumenisches Heiligenlexikon, als die Gottesmutter in Zeitun, Ägypten erschien, Evangelicals and Catholics Together, also Evangelikale und Katholiken zusammen, E-Rosarie, also der elektrische Rosenkranz, oder elektronische besser gesagt, und Erscheinung der Maria von der Frage GodQuestions.org. All diese Dinge, die auch in den Videos besprochen wurden, alles ist dabei. Hier ist das Inhaltsverzeichnis mit einem Vorwort eines Kommentars eines YouTube-Betreibers an mich. Dann Kapitel 1 bis 10, die Schlussbemerkungen, Fußnoten und Anhänge. Und alles das ist vollständig ab nächster Woche, wahrscheinlich, also irgendwann ab dem 11., 12., April auf meiner Archive-Webseite zu bekommen. Das solltet ihr euch ganz dringend dort anschauen und ihr solltet das verteilen, ihr solltet es selbst lesen, ihr solltet es verteilen und wie ihr gesehen habt, hier vorne sind auch Links drin zu den Lesungen, also hier auf der ersten Seite, hier ist die Spielliste der Videos darin, solange die natürlich auf YouTube es noch gibt. Auch ein Link zu dem Originalbuch ist hier mit bei, das Englische und so weiter. Also ich wollte nur mal eben kurz diese paar Minuten nehmen, um mich ganz, ganz herzlich bei der Miss Marple für ihre wundervolle Arbeit zu bedanken, dieses Buch zu überarbeiten, die ganzen einzelnen PDFs zusammenzustellen, mir zur Verfügung zu stellen und hier ein Werk zu schaffen, das 230 Seiten groß ist. Weil normalerweise ist das Buch, glaube ich, nur 110, 120 Seiten. Und mit den ganzen Extras kommt es so weit. Meine ganzen Kommentare sind dabei, meine ganzen Unterstreichungen sind dabei, die ich in den Lesungen gebraucht habe. Und das soll allen eine Hilfe sein, eben aus diesem Betrug der römisch-katholischen Kirche, die mit der Himmelskönigin betrügt bis zum geht nicht mehr, rauszukommen. Und die Miss Marple selbst gibt Zeugnis davon ab, wie sie selber davon betrogen war. Das könnt ihr dann in meinem Video hören. Und sie hat es eben auch mit der Motivation gemacht, um eben anderen zu helfen, aus demselben Betrug herauszukommen. Oder wie der Herrgott es sagt in Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, aus der Hure Babylons, dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen und ihre Sünden reichen bis in den Himmel. Ich kriege jetzt den Vers auswendig nicht ganz hin, aber ihr versteht die Idee dahinter. Und ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal, Miss Marple, für die Arbeit. Ganz herzlichen Dank, Michael, dass du mir eben die Gelegenheit gibst, das auf deinem Video hier zu teilen. Und jetzt möchte ich auch direkt weitergeben, dass du mit John F. Kennedy weitermachen kannst. Aber ich fand das zu wichtig, als dass ich diesen Moment einfach so vorbei hätte gehen lassen. Deswegen mache ich jetzt mein Teilen weg und dann teilst du wieder bitte. Und dann sind wir wieder auf Michaels Computer hier. Vielen Dank, Renate, für deine ganze Arbeit. Sie hat ja auch für mich schon einige Sachen übersetzt, auch unter anderem jetzt hier beispielsweise Reden von Kennedy, die wir ja schon, glaube ich, in Folge 10 oder 11 gehört haben. Das müsste Folge 10 gewesen sein, die Wahlkampfrede von Kennedy 1960 vor diesem evangelischen oder protestantischen Kongress. Das ist auch auf ihr gefußt und von daher haben wir also schon eine ganze Menge mit der Renate gemacht. Christopher Lee hat sie damals übersetzt, einige Geschichten in der satanischen Medienagenda. Also von daher schon mal vielen Dank dafür und bin ich immer gespannt, dass der ganze Text dann auch eventuell dann auch als PDF irgendwann zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu meinen Skripten, die sich ja permanent ändern und mit meinen Versprechen, wo ich teilweise echt Probleme habe, die zu halten, weil ich ja in dieser Folge gesagt habe, dass ich jetzt endlich in das Kennedy-Ritual reingehe, aber die Woche ist lang. Und ich habe ja jetzt auch wenigstens schon mal ein Bild genannt. Das ist das Bild, bevor es dann tatsächlich dann auf die sogenannte Todesstraße geht. Das ist jetzt hier schon von Maine in Houston hier die Abbiegung. Man sieht, der Präsident hat keinen Schutz mehr. Und im Endeffekt wollen wir auch in dieses Ritual reingehen. Aber bevor ich das mache, müssen wir eigentlich jetzt hier die ganze Geschichte aufteilen mit Teil 1, 2 und ich denke, dass wir mindestens 4 Teile dafür brauchen. Das heißt, um halt zu verstehen, dass ja nicht alle Dinge Rituale sind, haben wir ja schon in der letzten Sendung gemacht mit 9/11 und der Mondlandung, dass es ja alles einen freimaurerischen Hintergrund haben muss aufgrund der Staatsgründung der Vereinigten Staaten von Amerika.
Und jetzt haben wir ihr eben genau das Beispiel John F. Kennedy. Und wenn man bei John F. Kennedy einsteigt, steigt man natürlich mitten in die amerikanische Geschichte ein. Und wenn man halt das im Kontext betrachtet, ist natürlich auch nur ein Punkt von ganz vielen. Das heißt, die Geschichte wird eigentlich durch die Menschen geschrieben im Hintergrund. Die Geschichte wird nicht durch den Herrn Kennedy geschrieben, sondern durch die Menschen im Hintergrund, die dem Herrn Kennedy entweder Stolpersteine wie die Bay of Pigs in den Weg legen oder aber ihn direkt liquidieren, beseitigen, wenn er eben genau nicht das tut, was die Auftraggeber im Hintergrund, ob er den jetzt tiefen Staat nennt oder the powers to be oder wie auch immer, dann eben möchte. Und das ist die Geschichte dabei. Es sind A, keine Volksvertreter, B, es wird alles über geheime Gesellschaften im Hintergrund geregelt und C, wer dahinter steckt, sind die Menschen, die von Anbeginn an der Vereinigten Staaten dahinter gesteckt haben. Es sind die Freimaurer, hinter denen dann wieder die anderen Organisationen stehen, eigentlich die katholische Kirche im Allgemeinen. Zunächst eine Bemerkung noch eben zu der Folge 27 Dallas. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich sehr interessant fand und die Chance steht immerhin 1 zu 26 mal 26, dass die Initialien des Oberschurken in Dallas J.R. Ewing sind, dieselben Initialien wie der Mensch, der vorgeblich den Lee Harvey Oswald umgebracht hat, nämlich Jack Ruby oder Jakob Rubenstein. Fiel mir dann später ein, ich denke, bringe ich aber eben noch, bevor ich das vergesse. Geht weiter. Bevor wir uns die Arbeit machen und alles aufdröseln, was möglich wäre und was unter Umständen dann auch passiert ist an diesem Tag mit irgendwelchen Winkeln und tausend mathematischen Funktionen, wollte ich das eben hierbei benennen, dass ich das nicht tun möchte. Ich möchte eine Technik hier zur Anwendung bringen, die ich jedem empfehlen würde, um auf Dinge zu kommen, auf die andere vielleicht nicht kommen, die es einfach sich zu kompliziert machen. Und zwar habe ich jetzt hier die KISS-Technik ausgesucht, also K-I-S-S. Genau dieselbe Geschichte, die diese amerikanische Rockgruppe um den Gene Simmons oder eben genau anders heißt. Dich ganz kurz unterbrechen, habe ich dir ja noch erzählt letztens, kann man ja immer in der Sendung mal eben sagen. Ja. Ich habe letzte Woche eine Reklame gesehen, dass KISS tatsächlich dieses Jahr hier in Belgien nochmal auftritt. Nach wie vielen Abschiedstouren? Also wenn du das jetzt KISS schon erwähnst, muss ich das mal eben sagen. Ich hatte ja letzte Woche vergessen, dir das zu sagen. Ich wollte noch was sagen und habe es vergessen. Das war das. Ja. Und KISS steht eben für Kuss des Todes, den Verräterkuss von Judas Iskariot, das kann nichts anderes sein. Wir haben es so aufgedröselt, die Sendung ist allerdings ist auch schon über 2 Jahre her. Gut, die heißt Satanische Musikagenda, nur mal halt für diejenigen, ist auf meinem Kanal zu finden. Noch was, da der Jörg auf seinem Kanal Joggler66 die Kommentarfunktion ausgeschaltet hat, erfolgen diese Videos und erscheinen diese Videos bei mir natürlich auch auf meinem Kanal, der heißt genau so. Und da könnt ihr natürlich kommentieren. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich gewisse Kommentare nicht freischalte, die dementsprechend entweder gewaltverherrlichend oder diffamierend, beleidigend sind oder überhaupt mit dem Video überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe da die abenteuerlichsten Geschichten, aber wenn ihr irgendetwas loswerden wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal das tun. So, jetzt mache ich das wieder weg und jetzt fange ich nochmal an. Also, bevor wir uns die ganze Geschichte schwer machen, wende ich jetzt die KISS-Technik an. K-I-S-S, so wie Kuss. Und die heißt aber was ganz anderes. Das ist das Problem übrigens mit Abkürzungen. KISS heißt Keep It Simple, Stupid. Also halte es einfach, Dummkopf. Und Dummkopf meint mich, denn ich weiß, dass ich nichts weiß. Und damit weiß ich viel mehr als viele andere, die meinen, etwas zu wissen oder die glauben, etwas zu wissen. Weil Glauben und Wissen sind zwei verschiedene Geschichten. Im Endeffekt weiß ich, dass ich nichts weiß. Alles, was ich meine zu wissen, glaube ich ja auch nur, weil ich es teilweise nicht nachprüfen kann. Deswegen will ich mich eher auf Symbolik einschießen und auf viele andere Dinge als auf irgendwelche Zeugenaussagen, die ja dann alle irgendwo gekauft sein können. Und deswegen halte ich das bewusst einfach. Ich weiß, dass ich nichts weiß, deswegen muss ich alles nachlesen. Es gibt viele Menschen, die meinen etwas zu wissen, aber die glauben nur irgendetwas zu wissen. Das sind dann Gerüchte oder wissenschaftliche Theorien, solche ganzen Geschichten und die glauben nur etwas zu wissen. Ich habe über 50 Jahre meines Lebens oder fast 50 Jahre meines Lebens an die Relativitätstheorie geglaubt und mittlerweile weiß ich, weil ich selber recherchiert habe, was dahinter steckt, wer es übersetzt hat, wer es gefälscht hat und warum die ganze Geschichte so läuft, wie sie läuft. Und deswegen weiß ich jetzt da etwas drüber. Vorher habe ich gedacht, ich wüsste da jetzt etwas drüber, aber ich habe nur geglaubt, etwas zu wissen. Und da wir jetzt hier in einem biblischen Kanal sind, müssen wir ganz genau hingucken. Also ab jetzt halten wir es ganz einfach. Einfach heißt, wenn ich mir das Attentat angucke, muss ich mir, wie ich ja schon eine Folge gemacht habe, die vorletzte Folge, die Plaza 33 hat, sondern muss ich mir erstmal angucken, warum das an dem Tag da passiert ist. Und da haben wir ja schon einige Sachen genannt. Das wird allerdings leider nicht Thema dieser Sendung sein, denn da komme ich gar nicht zu in dieser etwas mehr als einer Stunde, die mir jetzt noch bleibt.
Also, ich will einfach nur sagen, ich mache es mir nicht schwer, ich mache es ganz einfach. Und zwar dauert das deswegen so lange, damit es auch wirklich dann jeder irgendwo zumindest meinen Gedankengang versteht. Jeder kommt von einer anderen Baustelle, jeder kommt aus einer anderen Ecke und ich möchte nicht, dass sich die Menschen, die sich damit auskennen, langweilen. Ich möchte allerdings auch nicht die Menschen, die vielleicht gerade damit anfangen, dass sie dann halt so irgendwann abschalten und sagen, nee, das ist alles völliger Unfug, das kann ich gar nicht nachvollziehen, wie kommt er denn jetzt da drauf? Ich muss ja irgendeinen Mittelweg wählen. Ich mache es nicht wie die Mainstreet-Presse, dass ich Dinge nur irgendwie dahinstehen lasse und alles irgendwie lächerlich mache als Theorie. Focus Online hat geschrieben, schießende Chauffeure, Freimaurer und Aliens. Ne? Da wird also direkt der Kontext von Freimaurer direkt schon ins Lächerliche irgendwie gezogen. Und das, was hier steht, ist ja auch soweit richtig, aber das erklärt eben noch genau nicht, also das ist nicht ganz richtig, aber erklärt eben noch genau nicht, was da genau passiert ist. Und deswegen gehe ich nicht in diese ganzen Mainstream-Berichte rein. Nach neuen Erkenntnissen saßen Kennedy und Connelly schräg versetzt hintereinander. Ach, dafür musste man jetzt 50 Jahre warten, um das herauszufinden? Gab keine Filme, gab keine Zeugen oder was? Also ist alles Blödsinn, was hier steht. Ne? Aber was eben nicht Blödsinn ist, ist eben, dass die Erwähnung von Freimaurerzirkeln, die jetzt hiermit zu tun haben, genau diesen symbolträchtigen Ort für das Attentat ausgewählt haben. Eine Anspielung dieser Dreiecksform auf die Pyramide, das Leitbild der Illuminaten, wobei das ja schon wieder falsch ist, weil die Freimaurer sind eigentlich gar nicht die Illuminaten. Und natürlich steht nicht zufällig in der Nähe des Mordschauplatzes ein Obelisk. Und das stimmt auch. Hier fehlt nur der Punkt, den ich jetzt hier mache. Und wie gesagt, er wird ermordet von dem jüdischen Kneipier Jack Ruby oder J.R. Okay, so viel dazu. Ich gehe nicht in dieses Attentat rein. Wir kommen da erst in ein paar Wochen zu. Es tut mir echt leid, aber sonst versteht, glaube ich, keiner oder am wenigsten ich, wie man die Sachen dann miteinander verweben kann, dass dann plötzlich nicht nur der Fall Kennedy jetzt hier aufgerollt wird, sondern vielleicht auch so eine kleine Bedienungsanleitung gegeben wird, wie man überhaupt an die ganzen Sachen rangeht, egal welches Attentat oder welches Ritual da gerade läuft. Deswegen fange ich einfach mal an mit Amerika und den Pyramiden. Nein, nicht schon wieder, wird der ein oder andere sagen. Und ich sage, nee, genau deswegen. Weil die Geschichte mit dem Dealer Plaza und der Ermordung hat nur den Hintergrund, dass es genau da stattfinden musste, um auch genau einen religiösen Touch dann da zu haben. Pyramiden. Die Transamerika-Pyramide ist ein Wahrzeichen von San Francisco. Interessant, oder? Ist aber nur die halbe Information. Ich war jetzt so gemein und habe das jetzt hier in weißer Schrift auf weißem Hintergrund, also so wie die ostfriesische Flagge, ne, weißer Adler auf weißem Grund von Otto, habe ich das hinterlegt. Und ich werde es mal genau jetzt einblenden. San Francisco. San Francisco. Spanisch für den heiligen Franziskus. Also auch die Stadt San Francisco muss einen okkulten oder einen religiösen Hintergrund haben, weil sie nach einem katholischen Heiligen benannt ist. Ist doch ganz klar. Und wenn jetzt hier die Pyramide steht, tja, so eine Pyramide oder ein Obelisk oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendetwas, was in der Bibel verboten ist, steht natürlich dann auch auf dem Petersplatz und, na, ihr wisst ja wohl, ne? Didi Plaza. Jetzt passt mal auf. Dieses Hochhaus mit 260 Metern Höhe ist 1972 beendet worden, ne? Der Architekt und so weiter und so fort, und jetzt kommt's, außer der Lobby im Erdgeschoss, ist das Gebäude für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das steht in der deutschen Wikipedia, könnt ihr hier nachlesen. Also das ist die englische Wikipedia, weil hier ist der Auszug aus der deutschen. Für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Toll, oder? Das heißt, also zu Deutsch übersetzt, die haben was zu verbergen, die Jungs hier. In diesem Gebäude mit der Pyramide. Jetzt wird es benutzt und besetzt von der Church of Scientology. Ja, wenn ihr meint, das ist ein Zufall, gut, dann könnt ihr gerne meinen, dass das ein Zufall ist, aber ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Scientology verbindet letzten Endes jetzt hier Wissenschaft und Religion in einem zusammen. Wie ich schon mal sagte, Wissenschaft ist die neue Religion. Ja, also das ist Scientology. Das ist eine Kirche, sieht man, ne? Da ist ein Kreuz und da ist halt Sonnensymbol und so weiter und so fort. Und die Verbindung von Wissenschaft und Technologie. Beispielsweise in San Francisco finden wir noch etwas anderes, und zwar das Goldene Tor. Diese goldene Brücke, ist die offizielle Mitteilung, wäre jetzt hier benannt worden während des Goldrausches in Kalifornien. Das ist die offizielle Mitteilung. Inoffiziell kann man diese goldene Brücke auch nehmen als das goldene Tor
Und damit hat man ein silbernes Tor, was eben dann ein Gate zu einer anderen Welt ist. Das wäre jetzt hier eine Allegorie für Taurus, also ein Stier. Und das andere ist dann hier der Ophius, der Serpent Holder Sagittarius in November. Jetzt fragt sich jemand, wo ist er denn jetzt abgebogen? Ist er falsch abgebogen? Nee, ich bin nicht falsch abgebogen. Wir reden jetzt hier gerade über den Zodiac, über den Tierkreis. Und es gibt eine Webseite, die behauptet, sie wüsste da einiges drüber. Und diese Webseite, die benenne ich jetzt hier gerade. Und diese Webseite hat zu tun hier mit diesem Item hier, ne? Mit dieser Geschichte hier. Passports, die dann irgendwann kommen oder kommen sollen. Das hat natürlich mit Kontrolle zu tun. Ne? Ihr wisst, warum ich das jetzt nicht alles jetzt hier ausbreite. Das hat mit gewissen Algorithmen zu tun. Und das ist sehr interessant, weil das würde dann auch einiges erklären mit der goldenen Brücke. Und Brücken sind beispielsweise ja logischerweise Tore, das goldene Tor jetzt hier. Und wenn das jetzt hier oder diese Theorie jetzt hier stimmt, dann ist das sehr interessant, weil dieser Ophius ist nämlich der Schlangenträger, ein astronomisches Zeichen, eine Sternkonstellation, die einen Mann darstellt, der eine Schlange hält oder bezwingt. Früher nannte man es Serpentarius. Und das ist jetzt kein Spaß, weil das Ding ist neu. Dieser Schlangenträger ist ein 13. Tierkreiszeichen. Und das ist deswegen interessant, weil diese ganze Geschichte jetzt hier aus der Antike kommt und plötzlich jetzt hier festgelegt wird, dass es jetzt eine Sache ist, die jetzt unbedingt neu gemacht werden muss. Ansonsten stimmt angeblich euer Sternzeichen nicht, was letzten Endes jetzt hier alles völliger Quatsch ist. Ja, lasst euch da nicht von beeinflussen. Seit Oktober 2010 ist der Schlangenträger und so weiter als Emoji sogar jetzt hier benannt worden. Und viele Leute rechnen schon damit und sagen, ja, das hat damit zu tun, was früher Schütze mal gewesen ist, jetzt der Schlangenträger und so weiter. Warum ich das benenne, wird jetzt gleich klar. Der mythologische Ursprung des Schlangenträgers, beispielsweise, wäre der Herakles oder Herkules. Damit habt ihr die zwei Säulen und damit auch die zwei Türme und damit natürlich auch das Dollarsymbol. Und die gängigste Überlieferung nach stellt der Schlangenträger Esklapius dar, Esculap, der Sohn des Apollon und seiner geliebten Koronis. Ja? Seine Geburt stand unter einem ungünstigen Stern. Was völliger Blödsinn ist, war das Ding oder der Kerl oder wie auch immer, ist nie geboren worden. Koronis ist die Mama. Ja? Koronis hatte sich einen weiteren Geliebten genommen, worauf der eifersüchtige Apollon oder so, ohne N, sie tötete. Da müssen wir genau wieder bei Apollo 11. Und nicht nur das. Noch im Sterben verriet sie ihm, dass sie ein Kind von ihm in sich trage. Apollon gelang es, das Kind zu retten. Er ließ den Knaben von Chiron, übrigens auch mittlerweile in Astrologie reichlich benannt und benutzt, einem weisen Kentauren aufziehen. Dieser unterwies ihn in der Heilkunst und Esklapius wurde alsbald selbst ein großer Heiler und Wohltäter der Menschheit. Wer würde denn jetzt im Augenblick so als Wohltäter der Menschheit gelten da draußen? Ich gebe mal einen Tipp, der Mann fängt mit B an. Als er einen Toten erweckte, empfand Zeus, also der oberste der Göttervater, äquivalent zu Jupiter im Römischen, dies als Anmaßung und erschlug ihn mit einem Blitz. Von Asklepios leitet sich der schlangenumrankte Esculapstab an, der zum Symbol der Heilkunst wurde. Und damit sind wir natürlich genau da. Und jetzt wisst ihr auch, warum ganz gewisse Krankheiten heutzutage mit griechischen Kürzeln benannt werden. Ne? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Omikron. Oh, böses Wort. Und ich würde ja, wenn ich wetten dürfte, sagen, dass da irgendwann bald eine Geschichte kommt, die dann Sigma heißt, weil Sigma ist der 18. Buchstabe und ihr wisst wahrscheinlich selber, warum. Es hat mit Atlantis weniger zu tun, als vielmehr damit zu tun, dass es gewisse Organisationen gibt, die sich des Okkulten, dieses Verborgenen, das eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich gewesen sein sollte und auch nicht mal zugänglich werden wird, dann bedient, um untereinander zu kommunizieren. Deswegen hat beispielsweise die WHO so einen römischen Lorbeerkranz dran, stellt die Welt dann dar mit einem Schlangenstab, ist also eine Esculap-Organisation, wenn man so will. Und als Crown, als Krone, in Lateinisch fängt es mit C an, hört mit A auf, ist dann das dritte Auge dann bedacht. Und es ist interessant, weil es gibt nämlich ein Sternbild, was mit Herkules und Serpens, also der Schlange hier, Serpens Ophius, den Schlangenträger zu tun hat. Das heißt, ich kann den Namen ja fast nicht aussprechen, und dann Boreas. Ihr seht das hier, ne? Ich muss es nicht aussprechen, weil ich möchte das Video ja immer noch gerne jugendfrei und überhaupt sauber halten, ne? Ja, also das gibt es ja auch, sehr interessant. Also wenn man sich damit beschäftigen will, hat man eine ganze Menge zu tun. Ist aber interessant, ne, dass es genau da ist. Mann, 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 Mann. Wird aber noch schlimmer.
Dieses Ding, was Corona heißt, heißt dann auch die römische Tonsur. Das ist von Martin Luther, der war ja ein bekannter Augustinermönch. Nicht nur das, der William Cooper behauptet, er wäre auch ein Rosenkreuzer gewesen. Und ja, bin mal gespannt, was noch alles und so weiter. Aber das ist eben so, dass die Mönche sich damals einen Haarkranz rasiert haben, also alles rasiert haben bis auf den Kranz. Und das ist weder christlich noch irgendwie schlau, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Und auch meine 10 Minuten sind bald zu Ende, bei dem kleinen Ausflug jetzt hier in den ganzen Okkultismus, was mit San Francisco, der Golden Gate Brücke, dem Schlangenträger und tausend anderen Sachen zu tun hat. Die heilige Corona soll Legenden nach eine frühchristliche Märtyrerin gewesen sein. Zu Deutsch, sie hat nie gelebt. Sie soll, oder sie ist nach katholischer Betrachtung, ist nicht die Wahrheit, ne, die Patronin des Geldes, der Metzger und Schatzgräber. Das Patronat in Geldangelegenheiten verdankt sie ihrem Beinamen, sagt Wikipedia, der auf Deutsch Krone bedeutet, eine Bezeichnung für verschiedene Währungen. Komisch, ich dachte immer, das wäre die schwedische Krone. Aber nochmal hier. Hier steht Geldes, Metzger und Schatzgräber. Schatzgräber, haben die etwas mit einer Goldgrube zu tun? Wenn die etwas mit einer Goldgrube zu tun haben, haben die auch eventuell etwas mit dem goldenen Tor zu tun, weil das ist ja angeblich dann auch wegen dem Goldrausch in Kalifornien gewesen. Und so habe ich dann wieder etwas, was mich dann schon wieder ein paar neue graue Haare wachsen lässt, wenn ich mir überlege, dass Menschen, die an der Goldgrube scheffeln, dann einer Patronin sozusagen huldigen, die mit Geld, Metzgern und Schatzgräber zu tun haben. Spätestens bei dem Begriff der Metzger werde ich so ein bisschen skeptisch. Auch weil ich natürlich Vegetarier und der Jörg Veganer ist. Na gut. Der überlieferte Name wird als Beiname gedeutet, weil er allgemein auf eine Märtyrerin mit dem Symbol der Märtyrerkrone hindeutet. Ihr genauer Name ist nicht bekannt. Klar, die hat nie gelebt. Ist ja kein Geheimnis, ne? Jetzt wird es noch lustiger. Ich zitiere hier gerade Wikipedia. Angaben über das Leben der Corona oder Stephana sind historisch nicht fassbar, sondern lediglich in verschiedenen Legenden überliefert. Also, die sind nicht fassbar. Nicht fassbar heißt unfassbar. Und ich finde das teilweise echt unfassbar, wie bekloppt nicht ihr seid, sondern die Leute sind, die das glauben, dass es da eine Heilige gegeben hätte. Der Tradition zufolge, also ihr kriegt hier keine Wahrheit, ihr kriegt letzten Endes Legenden. Und wir können uns auch Geschichten ausdenken, was wir aber nicht machen wollen. Wir wollen ja genau die Wahrheit aufdecken. Deswegen ist das alles hier Quark. Ja, Victor und Corona. Also seid nicht erstaunt, wenn irgendwann etwas auf euch zukommt, das dann plötzlich Victorius oder Victor heißt. Victor kommt übrigens, Victoria, ne, ist dann die römische Göttin des Sieges. Ne? Und vielleicht ist ja dann irgendwann, trägt er dann, oder ihr könnt euch selber jetzt mal die Sätze bilden. Ich denke, ihr wisst, worauf ich andeuten will. Ne? Der Sieg kommt dann eben durch die Göttin Victoria oder Victor ist dann die männliche Entsprechung. Da brauche ich jetzt noch nicht mal im Götter- oder Götzenlexikon irgendwie nachzugucken. Aber ist schon interessant, ne? Ein Bleiglasfenster im Straßburger Münster zeigt die heilige oder unheilige Corona, die niemals gelegt hat, auf einem Sockel stehen. Klar, die soll ja angebetet werden, ne? Über einem Baldachin, leicht nach rechts gewendet, mit gelbem Kleid, blauem Mantel und weißem Schleier. Ach, fand ich interessant. Guck mal, mit Palmzweig und Diadem Krone, also Corona, ne? Also die hat Corona, aber ist jetzt nicht schlimm. Um den blauen Nimbus mit gelber Perlschnur verläuft die Umschrift S, also heilige Corona. Eine Abbildung befindet sich im ökumenischen heiligen Lexikon unter eben ihr. Das ist die Abbildung, die ich gefunden habe. Also blau-gelb, ja. Blau-gelb, ja. Aber ist natürlich alles nur ein Zufall, oder? Das kann doch nicht wahr sein, dass es so einfach ist, oder? Keep it simple, stupid. Beschäftige dich nicht mit irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Experten, beschäftige dich mit Symbolik, beschäftige dich mit Sprache, beschäftige dich mit Farben, beschäftige dich mit Symbolik. Keep it simple, stupid. Macht es nicht so schwer. Es ist nicht schwer. Wenn man sich halt alles mal zusammensucht, und das, was ich heute gemacht habe, hier habe ich innerhalb von einer Stunde mal zusammengetragen. Wenn ich da jetzt eine ganze Sendung drüber machen wollte, dann, wenn ich mich dann eine Woche darauf vorbereiten kann, dann würden hier wahrscheinlich 50 Seiten kommen und dann würde man sagen, ja, das sind aber alles nur eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und irgendwann so nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Zufall ist es aber auch dann mal Ende im Gelände mit den Zufällen, oder? Ihre vereinzelte Verehrung als Patrone gegen Tierseuchen, da war doch mal irgendwas in China gewesen mit einer Fledermaus, ne? Oder allgemein gegen Seuchengefahr, sagt jetzt hier Wikipedia, rechtfertigt es daher nicht, sie als Heilige anzusehen oder zu verehren, ne? Das ist so ein schlimmes Wort, wo hier auch ein Buchstabe, nämlich ein L fehlt. Gleichwohl veröffentlichte die Pfarrei St. Pankratius in Roding während der
Eine Gebetsform mit Anrufung der Heiligen. Klar, ne, man betet natürlich zu allen möglichen Leuten, nur nicht zum Herrn selber. Sehr interessant. Es gibt ein Corona-Gebet oder ein Kronengebet, ein volksmagisches Ritual, das steht, sagt Wikipedia, das sagt nicht ich, das besonders im 17. und 18. Jahrhundert, das ist da, wo gerade diese ganzen Inokulationen und ganzen Sachen dann plötzlich kamen und Nonnen durch die Gegend gezogen sind und dann plötzlich so die große Wissenschaft aufgehorcht hat, weil es da Leute gab, die in gewissen Zirkeln waren, die auf die ganz wahnsinnige Idee gekommen sind, Menschen Gift zu spritzen und dann davon zu behaupten, sie würden dadurch halt gesund werden oder halt besser dran sein. Und zum Aufspüren verborgener Schätzedienste. Guck mal, da haben wir schon mal die Goldgrube, ne? Es findet sich in mehreren Zauberbüchern, darunter im 6. und 7. Buch Mose, sagt Wikipedia. Habe ich da jetzt so nicht gefunden, aber ist auch nicht schlimm. Weil diese Bücher sind so alles Lüge. Es gibt nur 5 Bücher von Mose und das ist hier eine Erfindung, die sogar teilweise in Deutschland gedruckt worden ist. Und noch viel später. Also hier zum Beispiel von Johann Scheible 1853. Wo soll man da anfangen? Das ist natürlich alles Unfug, aber man macht mit dem Namen halt Schindluder, ne? Übrigens heißt das eigentlich Moses, aber da liest man dann drüber, weil das klingt ja genauso. Ist dann so wie in disguise und in disguise. Ja, ja. Das ist hier ein Auszug aus diesem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Vielleicht sollte das mal jeder lesen, der an gewisse Heilige glaubt. Deutscher Aberglauben. So ein Satz, wo der Jörg dann so richtig dann jubiliert. Ja, das ist eine wirklich interessante Sache. Das hat mit Aberglauben zu tun, dieses Gebet. Könnt ihr euch ja mal angucken hier. Deutscher Aberglauben. Spalte 106 bis 107. Hier habt ihr 106. Hier unten drunter habt ihr 107. Die Erzschatzmeisterin über die verborgenen Schätze. An der Goldgrube eben. Menschen, die an der Goldgrube sitzen, die scheffeln natürlich Gold. Ne? Deswegen Golden Gate und alles macht dann irgendwie so ein bisschen Sinn. Zumindest in der Analogiekette macht es Sinn. Was man daraus dann macht, das ist die andere Geschichte. Jeder glaubt was anderes. Ne? Aber es gibt auch Leute, die haben eben keinen Glauben und der nennt sich dann Aber. Das sind die Leute, die eben sagen, Moment mal, die Bibel, naja, das ist ein altes Buch und so weiter und so weiter. Vielleicht glaube ich ein bisschen an Gott, aber. Ja, das ist Aberglaube. Ein bisschen geht nicht. Man kann doch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Ein bisschen geht nicht. Entweder glaube ich an Gott, an einen allmächtigen Gott, der ist dann aber auch allmächtig. Ein bisschen allmächtig geht nicht. Das ist dann ohnmächtig. Also vielleicht auch genauso gut wie nicht fassbar ist dann unfassbar. Und unfassbar manchmal, wie manche Leute da drauf sind und irgendetwas glauben aus einem heiligen Lexikon, aus einem Legendenbuch, aus Mysterien, aus was weiß ich wo. Und aus der Tradition, wenn gar nichts mehr geht, Tradition geht immer, ne? Die Leute wissen gar nicht, was sie da tun, aber gut, das hat Jesus ja auch schon gesagt, ne? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Diese Schatzhebegebete wurden von vorgeblich magischen Experten, auch wieder nicht ein copyright-gestützter Begriff, genau wie Gott, als vermeintlich sicheres Mittel zum Erlangen riesiger Reichtümer verkauft. Ne? Denkt mal an die jetzige Situation, da gibt es Menschen, die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Andere Menschen wissen gar nicht mehr, wo sie ihre Gesundheit haben, aber auf der anderen Seite der Waage stehen Leute oder sitzen Leute, besser gesagt, oder liegen Leute, die dann einfach nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Also wenn diese Schatzhebegebete angeblich so reich machen, dann muss ich die ja nicht verkaufen, weil dann spreche ich sie selber und dann bin ich ja reich und dann muss ich ja nichts mehr verkaufen. Das ist doch Quatsch, oder? Ja, du musst da erstmal dran glauben, das ist ja Aberglaube. Aber wenn du einen Aberglauben hast, dann hast du ja mit Logik eh nichts mehr an der Mütze. Das ist klar. Also du darfst nicht logisch denken dabei. Es geht hier nur um Reichtum, es geht ja nicht um irgendwelche spirituellen Dinge, es geht ja nur um irdischen Reichtum, es geht ja nur um profan Geld, Mammon bedienen, goldenes Kalb. Ja, und deswegen Leute, die eben riesige Reichtümer haben wollen, die eben beispielsweise eine Goldgrube aufgemacht haben oder an einer solchen residieren. Ich habe jetzt hier mal nur ein Beispiel genannt, da gibt es bestimmt noch andere. Das ist jetzt nur eine Geschichte, wo vielleicht viele die Adresse kennen, aber jetzt so nicht den Zusammenhang mit der Schutzheiligen, ne, des deutschen Aberglaubens. Ne? Geht jetzt nicht wieder zurück, ich habe es ja alles schon benannt. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ja, vielen Dank.
Damit ist klar, alle Reiche der Welt, also alles, was in dieser Welt irgendwie mit Reichtum und Macht zu tun hat und Herrlichkeit, das gehört dem Teufel. Ja, jetzt braucht ihr nicht zu rätseln, ob jetzt der Vatikan dazugehört, ob jetzt Monaco dazugehört, ob jetzt Norwegen dazugehört oder ob die Vereinigten Staaten von Amerika dazugehören. Hier steht alle. Und da steht die Kondition, wie man reich wird, das hat nichts mit der heiligen Patronin da zu tun, die niemals existiert hat, sondern es hat mit einem Teufel zu tun, der existiert und alles dafür tut, um den Menschen weiszumachen, dass er das nicht tun würde, also dass er nicht existiert. Und der sagt einfach, man muss ihn nur anbeten und dann wird man eben reich und mächtig. Da steht er hier. Reiche der Welt, Macht und Herrlichkeit. Genau das ist, was die meisten Menschen haben wollen. Ja, so viel mal dazu. Das ist eine Goldgrube, oder? Diese Bezeichnung dieser unaussprechlichen Krankheit da draußen, das hat mit einer Erscheinung zu tun unter einem Elektronenmikroskop. Das heißt, du kannst es gar nicht sehen. Du musst es jetzt hier glauben, weil ich glaube nicht, dass viele Menschen da jetzt so ein Ding zu Hause haben und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand die Wette gewinnen würde, wenn ich sagen würde, zeig mir das unter dem Elektronenmikroskop. Ich glaube, da würde man wahrscheinlich große Probleme haben. Deswegen ist das ein Glaube. Ne? Das ist ein Glaube hier. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Geht weiter. Aberglaube, Michael. Ach ja, Entschuldigung, genau. Ja, es gibt da interessante Geschichten, beispielsweise in der Wallfahrtskirche, die heißt dann tatsächlich so. Ja, der ursprüngliche Name unseres Ortes lautet Heiligenstadt. Das ist immer interessant, ne? Was noch interessanter ist, das Ding heißt jetzt nicht Heiligenstadt mit DT, wo man sagen könnte, ach so, das ist die Stadt, die mal irgendwie heilig war. Nee, das heißt Heiligenstadt. Also anstatt den richtigen Heiligen wird da also eine falsche Heilige, eine St. Corona dann vereinnahmt und angebetet. Ne? Anstatt von Heiligen, ne? Können wir auch mal umstellen, ne? Heiligenstadt. Aber gut, da muss man natürlich auch immer drauf kommen. Ne? Und die Heilige ist eben dann die Schutzpatronin der Geschäftsleute, wobei wir dann wieder bei der Goldgrube wären. Mhm. So, jetzt hoffe ich aber, sind wir bald mal da durch mit dieser Geschichte jetzt hier. Sehr, sehr interessant, wie unsere Welt dann irgendwann hier mal enden wird. Es gibt eine dystopische Visionen hier, die dann sagen, das hat alles mit virtueller Realität zu tun. Ich glaube das auch. Und dass es eben dann nachher darum geht, den Menschen seiner kompletten Individualität und Göttlichkeit irgendwo streitig zu machen. Ne? So viel mal dazu. Jetzt mal zurück zu den Pyramiden. Die habe ich überall. Und jetzt kommen wir zu der nächsten spannenden Geschichte. Hoffe ich doch zumindest. Ägypten, Hollywood, habe ich schon mal benannt. Diese Reihe, die wir mal gemacht haben, ich glaube 7 Folgen oder sowas, war das über Hollywood und was Ägypten damit zu tun hat. Das ist letzten Endes ist eine Ablenkungsfront, dass man halt nicht an Babylon irgendwie auskommt, dass man immer schön im ägyptischen Glauben bleibt. Das ist eben alles Propaganda. Jetzt habt ihr hier eine ganz tolle Pyramide. Das Ding ist irre groß und irre teuer und irre interessant. Denn es steht in den Vereinigten Staaten und nicht in Ägypten. Und das hat sogar ein Ziggurat. Ein Ziggurat ist ein babylonisch hochaufragender Götterberg, ein gestufter Tempelturm in Mesopotamien, wobei wir dann direkt, eben ganz genau direkt wieder in Babylon gewesen sind oder in Babylon sind. Und da sieht man schon, oben ist die Pyramide nicht mehr ganz schwarz. Das hat auch seinen Grund. Ne? Das ist ein Ziggurat übrigens von Ur, der ursprünglichen Stadt, ursprünglich vielleicht auch, nach der Rekonstruktion. Das ist eben so ein Ziggurat, das ist also ein Tempelgebäude. Und wenn die ein Ziggurat dabei haben, dann ist dieses Gebiet hier einem Tempel nachempfunden. Ist ja logisch, hier steht eine Pyramide, da steht eine Sphinx, hier ist ein Ziggurat. Und ach, gleich sehen wir noch viel mehr. Hier steht ja, View of the Pyramid also showing the East Ziggurat Tower. Das ist die Pyramide von Luxor. Das ist Luxor, Las Vegas. Also wir sind jetzt hier immer noch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Und hier habt ihr in der Mitte, in dieser Pyramide, habt ihr nicht in allen sehendes Auge, aber vielleicht dann auch doch, habt ihr zumindest einen Lichtstrahl nach oben. Damit wären wir dann bei Luzifer, den vermeintlichen Lichtträger, der er nicht mehr ist. Aber wir sehen hier neben der Sphinx auch, einen, na genau den. Osiris irgendjemand? Genau. Interessant ist, guck mal hier, die Symbolik auf dem Dollarschein hinten, habt ihr die Pyramide mit dem allsehenden Auge, also zumindest leuchtet hier irgendetwas, ne? Ich kann es ja mal ein bisschen größer machen, so 130%, nein, hat erst nichts mit der 13 zu tun, ich mache 140, bevor man jetzt mich jetzt wieder verdächtigt, also, ne, hier seht ihr ja die Pyramide mit diesem allsehenden Auge und das ist ja erleuchtet, wie so ein Sonnenkranz hier, ne, aber ich habe mir überlegt, vielleicht hat das auch noch eine ganz einfache Bedeutung, weil, nochmal, KISS, ne, keep it simple stupid, mal ganz einfach gesprochen, ne, das Ding steht jetzt hier nicht auf der 100-Dollar-Note drauf, sondern auf der One-Dollar-Note. One World Religion. Eine Welt.
Da steht ja auf der Rückseite der 1-Dollar-Note drauf. Normalerweise müsste man ja jetzt, wenn man einfach, ich bin ein einfacher Mensch, wenn man einfach denkt, muss man sagen, ja gut, die wichtigen Symbole müssten ja eigentlich dann auf der teureren Banknote drauf sein. Nein, ich glaube, dass es gar kein Zufall ist, dass es auf der 1-Dollar-Note draufsteht. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Geht weiter. Das Luxor-Hotel ist besonders durch seine besondere Aus- und Innengestaltung bekannt, berühmt, berüchtigt. Logisch, ne? Die wurde in 18 Monaten festgestellt, das ist auch interessant, und hat eben dann eine Pyramide, ist aus Quadern zusammengesetzt, angelehnt an die Bauform von, natürlich, einer Tempelanlage. Und das ist ja auch nicht dann verwunderlich, dass du in dieser Tempelanlage, was es auch dann darstellt, die normalen exoterischen Menschen würden das für eine Vergnügungsstätte halten, aber die esoterischen Menschen wissen natürlich genau, oh, das ist wieder eine Verherrlichung einer heidnischen Trinität. Schauen wir uns das an, innen drin, was sehen wir dann da? Da sehen wir so eine Lounge oder sowas, eine Kantine, was weiß ich, da steht dann direkt der Teufel benannt, Diablos Cantina. Also, Entschuldigung, noch offensichtlicher kann ich es nicht machen. Und sogar innen habt ihr einen Obelisken. Ja, ich meine, früher hatten die sogar, das kann man auch wissen, wie das sehen, die haben sogar hier so einen kleinen Nil. Ne? Also da hat man dann direkt ne, männlich und weiblich zusammen. Mittlerweile haben die das dann weggebrochen, weil das hat wohl irgendwie zu viel Platz und auch zu viel Zeit gekostet, bis die Leute dann mit einem Kanu auf diesem Nil, auf diesem künstlichen Nil, zum Elevator zum Aufzug gelangt sind. Aber auf die Idee muss ja auch erstmal kommen. Ja, Luxor, das ist sehr interessant. Ha, pass auf. Luxor ist das alte Theben, die Hauptstadt der Pharaonen während der Blütezeit ihrer Macht. Hat dann doch irgendetwas mit heidnischer Religion zu tun, oder? Die hat zwei imposante Bauwerke hervorgebracht. Den Luxor-Tempel, klar. Und den Karnak-Tempel 2 Kilometer nördlich, die Königsgräber und so weiter und so fort. Luxor ist eine ägyptische Stadt am östlichen Ufer des Nils, der größte oberägyptische Stadt und so weiter und so fort. Aha. Der heutige Name Luxor mit der Bedeutung die Stadt der Paläste, klar, dass das Ding immer noch in Dallas eben Fountain Place und nicht Fountain Palace heißt, geht möglicherweise auf das arabische Al-Qusur, die Burgen oder die Kaserne zurück, eine ins Deutsch übernommene Arabisierung des lateinischen Castrum für einen befestigten Ort. Im alten Ägypten fungierte Luxor als Tempelbezirk. Da sind wir schon wieder dabei. Dieses Ding, dieses Hotel heißt Luxor Hotel. Deswegen ist es ein Tempel. Tempelbezirk, der den Namen Ipet Reset trug. In Kurzform auch Ipat Epet und Teil der altägyptischen Königsmetropole Theben war. Ich kann leider kein Altägyptisch und ich habe mir was abgebrochen mit Suchmaschinen im Internet und ich habe leider nicht gefunden, was dieses Wort jetzt in Arabisch hin und her und Ägyptisch und so weiter und so fort bedeutet. Wenn das jemand weiß oder jemand in der Richtung unterwegs ist und mehr Zeit hat als ich, herzlich willkommen, mir einen Kommentar zu schicken. Ich fand das sehr, sehr interessant, ne? Dass hier in dem Tempelbezirk der Ägypter in Luxor der Name Reset mit drin ist. Fand ich super interessant. Ihr wisst sicherlich, worauf ich anspiele. Einer der granitenen Obelisken, die vor dem Tempel errichtet worden war, steht heute auf dem Place de la Concorde in, na genau, in Paris. Nein, Paris hat nicht nur einen Obelisken in Form eines Eiffelturms. Nein, nein, die haben noch einen ganz normalen. Das ist nämlich dann der Obelisk im Place de la Concorde. Place de la Concorde. Ne? Nicht Concorde vom Flugzeug. Concorde heißt Eintracht. Und das ganze Ding hier, Place de la Concorde, also wenn mir irgendjemand was erzählen würde, würde ich sagen, das Ding sieht aus wie ein Tempelbezirk. Ja, ist aber natürlich wieder nur meine Meinung, klar. Naja. Die Los Angeles Times, also eine Zeitschrift für Exoteriker, die sagt, die ägyptischen Obelisken, die stehen nicht länger aufrecht und so weiter. Paris, London und New York haben dann schon ihre Obelisken im letzten Jahrhundert eingekauft. Warum Obelisken? Keiner weiß, was sie sind. Tja, Exoteriker interessiert das auch nicht. Exoteriker interessieren sich für Fußball, McDonald's und sonstige wahrscheinlich relevanten Themen für sie, aber halt eben nicht für die Wahrheit. Ne? Die Los Angeles Times schreibt tatsächlich im Jahre 1990, dass man nicht wüsste, wofür Obelisken stehen. Was sie dann schon schreiben, ist interessant. Es gibt ein Buch, die Obelisken von Ägypten, von dem verstorbenen Archäologen Labib Habachi, die größte Autorität, der eben den Obelisken definiert als ein vierseitiges, einzelnes Stück eines Steines, der aufrecht steht und bla bla bla. Das ist völliger Quatsch. Sie waren heilig. Ach, guck, warum denn wohl? Kann es denn sein, dass es irgendetwas mit einer Religion zu tun hat? Ist das albern, oder? Wie man die Leute hier nur noch, also wie die Leute, also wie die meisten sich veräppeln lassen. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, aha, im Jahre 2021, letztes Jahr,
Ägypten transportiert 22 Mumien in feierlicher Prozession durch Kairo. Ja, ja, der Königin Hatschepsut. Nee, Hatschepsut kann kein Mensch aussprechen, zumindest hier. Und das ist sehr interessant. Sie schreiben hier, die aufwendig gestaltete Parade erinnert an die Riten der Antike. Ja, das ist ja auch genau das, was es ist. Ach, übrigens hier mit den 22 Mumien in feierlicher Prozession durch Kairo. Da gab es einen Anschlag, einen Massaker von Luxor. Fand am 17. November 1997 statt. Der Totentempel der Hatschepsut. Hatschepsut? In Deir el-Bahari ist eine der bekanntesten ägyptischen Touristenattraktionen. Das ist das Ding. Ja, das ist ein Tempel. Nochmal, alle Kriege sind religiöse Kriege, alle Anschläge sind religiöse Anschläge. Zumindest fast alle. Nicht jetzt, wenn irgendjemand seinen Nebenbruder jetzt ermordet oder sowas, aber jetzt die Dinge, die wirklich jetzt im Fernsehen kommen und weiter, sind so gut wie immer religiöser Hintergründe. So. Am Laufe des Morgens griffen 6 mit automatischen Waffen und Messern ausgerüstete Terroristen der islamischen Gruppe Gama und so weiter und so fort. Hier wissen wir doch schon, es ist ein religiöser Anschlag, oder? Islamistische Gruppe. Ich finde das sehr komisch, dass man das mal in Verhältnis setzen sollte, mal zu dem Tempelanlage und in Verhältnis setzen sollte zu der Prozession und zu dem Luxor Hotel in, ne? Eben, genau, den Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt gehe ich jetzt nicht in die Geschichte jetzt hier rein, Stück für Stück, weil es ist ein bisschen fies, ne? Es ist sehr, sehr fies, weil sind angeblich 62 Menschen getötet worden und das ist nicht nur alles, sondern, und jetzt kommt's, die im Tempel gefangenen Touristen über 45 Minuten systematisch ermordet. Das riecht nach einer Geschichte wie Bataclan. Also die richtige Geschichte von Bataclan, wobei man ja auch da nicht wissen kann, was was ist. Ja? Die Körper wurden verstümmelt. Eine den Islam preisende Handschrift wurde in einem ausgeweihten Körper deponiert. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man jetzt hier nicht weiterlesen sollte. Das ist ein religiöser Hintergrund. Es geht sich hier um einen Totentempel. Und wenn man einen Totentempel besucht und da sind dann irgendwelche Attentäter oder Terroristen, wie auch immer, ja, das ist ein Totentempel. Das ist dann eine Opferung. Ne? Ich meine, also noch offensichtlicher geht es ja nur wirklich nicht. Dagegen ist ja 9-11 schon ein Rätsel, oder? Das ist doch die super. Das heißt doch irgendwas mit Ritual, ne? Also es ist eben genau das. Es ist ein Ritual. Ganz genau. Ganz genau. Ja? Das ist das, was es ist, ne? Und das ist eben genau das Problem, dass eben genau uns die Wahrheit nicht erzählt wird. Uns wird halt immer nur irgendwas erzählt, das hat nichts mit nichts zu tun, das sind irgendwelche wahnsinnigen Fanatischen und so weiter. Dass es aber dann alles mit einer heidnischen Religion zu tun hat, dass es alles eigentlich Religion hat, ne? Das sieht irgendwie niemand. Der letzte Satz dieser und aller anderen Sendungen ist immer aus dem Jesaja Kapitel 29, 15. Und das ist eben genau die verborgene Geschichte. Okkult heißt verborgen. Die verborgene Bedeutung der Geschichten, das ist das, was sich diese Serie hier auf die Fahne geschrieben hat, dass wir die eben benennen. Und das ist genau das eben, was der Herr eben nicht mag. Der Herr ist offensichtlich, der Herr ist eben nicht versteckt und der Herr legt alles offen am jüngsten Tag. Und deswegen hat er im Jesaja 29, 15 Folgendes gesprochen. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns? Oder wer kennt uns? Oh, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Das ist doch genau die Geschichte aller Geheimgesellschaften, ob die nun jetzt hier Kreuzritter heißen, ob die nun hier jetzt Freimaurer heißen oder wer auch immer. Das sind die Werke im Finstern, wo nicht drüber geredet wird, wo Menschen im Hintergrund irgendwelche Strippen ziehen. Und dieser Hintergrund besteht natürlich auch in der Ermordung von John F. Kennedy. Und dieser Hintergrund... Jesus Christus hat uns versprochen, Jesus Christus hat uns versprochen, dass alle Werke ans Licht gebracht werden. Sowohl die guten als auch die schlechten, die im Verborgenen passiert sind. Ja, und das ist genau am Anfang dieser Sendung immer, wird dieser Vers immer benannt. Ich glaube, der ist aus Lukas oder so. Ja, genau. Ja, und jetzt habt ihr hier genau diese Pyramide, die ist nicht umsonst schwarz und da kommt ein Lichtkegel raus. Das ist eine Hymne, eine Reminiszenz an Luzifer, den Lichtträger. Ne? Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit 9-11 im Ritual, wo dann eben da Licht nach oben geschossen wurde von den 2 verbliebenen Türmen.
genau dieselbe Geschichte. Ist auch genau dieselbe Geschichte eigentlich mit Feuerwerk, ne? Aber das ist ja bei uns in der Tradition im Kopf so verankert, dass es irgendwie irgendetwas Tolles wäre. Und hier habt ihr jetzt auch noch den Obelisken. Also ich meine, Entschuldigung, das ist alles ägyptische Religion. Ne? Übrigens gibt es auch viele Menschen, die rätseln, ja, Pink Floyd, ne? Haben die eine Pyramide gemeint, haben die ein Dreieck gemeint, Triangle oder haben die ein Prisma gemeint? Ja, das ist das Linke, ist das Outlet, also das quasi das Exoterische jetzt hier. Ne? Aber im Inlet, wenn man die LP zum Beispiel hat, da kommt dann dieses Poster mit den drei ägyptischen Pyramiden. Ja, jetzt könnte man entweder auf die Idee kommen, dass die Jungs Freimaurer sind, weil, ich meine, gut, der Nick Mason heißt nun Mason, vielleicht kann er nicht dafür und hat auch schon mal in einem Mason City Hall oder so gespielt, aber ihr seht, die wirkliche, die esoterisch, die wirkliche verborgene Bedeutung, die enthüllt sich da im wahrsten Sinne des Wortes für die LP-Käufer, die dann eben genau dieses Poster in der Mitte oder innen drin finden, als man eben noch Vinyl gekauft hat. Und das hat eben hier nichts mit einem Prisma zu tun, sondern das hat mit der ägyptischen Trinität zu tun. Also kann man jetzt hier alleine schon daraus schon mal relativ wahrscheinlich schlussfolgern, dass die Jungs etwas Heidnisches im Schilde führen. Wenn man sich deren Texte und deren Symbolik anguckt, dafür haben wir auch genug Sendungen gemacht, ne? Also nochmal, Obelisken, keiner weiß, was sie sind. Nee, ist klar. Niemand weiß irgendetwas, nur Mainstream weiß irgendetwas, ne? Ja. Die Time hat geschrieben, Las Vegas ist die neue amerikanische Stadt, ne? Und hat dann auch direkt, guck mal hier, ne, ganz prominent eben genau die erleuchtete Pyramide dann halt da auch abgelichtet mit der Sphinx und so weiter und so fort. Ja, mit ihren Klauen und so weiter, die auch hier einen ganz heidnischen Hintergrund natürlich hat, wo auch niemand genau weiß, wie sie früher mal ausgesehen hat. Aber Pyramiden gab es lange schon vorher. Ne? Hier ist eine aus Wilhelmsbad. Nein, wir sind nicht in den Vereinigten Staaten. Wir sind auch nicht in Ägypten. Wir sind im tiefsten Deutschland. In der Mitte der Pyramide stand eine Urne aus Marmor, die aber gestohlen worden ist. Und diese ist im Andenken an Prinz Friedrich errichtet worden. Und das ist eben in er ist in Hanau bestattet, also das ist im tiefsten Deutschland hier und so weiter und so fort. Und das ist jetzt uninteressant. Interessanterweise ist aber, das ist in Wilhelmsbad, ja, diese Pyramide. Ist eine sogenannte Freimaurerpyramide. Ja, ja. Hm? Wilhelmsbad war im Sommer 1782 Schauplatz des Freimaurerkonvents der strikten Observanz. Auf Einladung des Herzogs Ferdinand von Braunschweig trafen sich rund 50 Tage lang 35 Vertreter von Freimaurerlogen aus Frankreich, Italien, Dänemark, den Schweiz und dem Habsburger Reich, also Deutschland, Österreich und so weiter, um Streit zu schlichten, das System des Freimaurertums zu reformieren. Eine Einigung scheiterte. Am 22. Juni 1832 fand in der Nachfolge des Hambacher Festes, das ist da, wo ihr diese lustigen Flaggen wehen seht, diese Flagge, die ursprünglich so aussah. Nicht, dass dann jemand sagt, die ist verkehrt rum. Nein, das, was ihr glaubt heutzutage, ist aller Wahrscheinlichkeit nach verkehrt rum. Aber so ist das eben in der satanischen Welt. Da wird immer alles verkehrt rum gemacht. Das hat auch mit der Symbolik der Farben zu tun. Ne? Gold, Rot, Schwarz. Mhm. Und nicht Schwarz ist unten, ne? Ist in der Erde. Schwarz steht für Tod. Ja? Und wenn man eine Flagge hat, wo oben Schwarz schon steht, ja, dann kommt man nicht weit mit dieser Flagge, ne? So viel mal eben nur dazu. Also das war eben eine Nachricht. Dann ist alles darunter begraben, würde ich mal sagen. Genau, genau. Ja, so, und die Nachfolge des Hambacher Festes, ja, das ist genau meine Intention, dass nach dieser Kennedy-Serie, die ja irgendwie unendlich laufen wird, dass ich da mal eine Folge machen oder Folgen machen möchte über die simpelste Symbolik, also keep it simple, stupid, über Farben, Zahlen, Symboliken und so weiter. Und dann plötzlich kommt, da kann das nämlich dann jeder selber kombinieren. Ich möchte ja etwas hinterlassen. Also ich weiß ja nicht, wann ich jetzt hier irgendwann mal nicht mehr da bin, aber ich möchte ja gerne was hinterlassen, wo dann jeder was von hat. Ne? Also das ist interessant, das ist die Nachfolge vom Hambacher Fest. Ne? Das hat übrigens mit dieser Bundesflagge zu tun. Da habe ich gedacht, ja, das wäre eine super Idee. Ich frage doch jetzt hier einfach mal das Bundesministerium des Inneren für Heimat und so weiter nach dieser Bundesflagge. Das hat ja hier mit dem Hambacher Fest zu tun, ne? Wo die dann festgelegt worden ist und so. Ne? Und ja, tut denen leid, aber die Seite ist nicht mehr auffindbar. Also wenn man einen Standardartikel sucht im Bundesministerium des Innern für Heimat und so weiter mit der Bundesflagge, dann ist der nicht mehr da. Also man muss nicht alles wissen als deutscher Bürger. Die sagen dir nicht alles. Nicht mehr da. Muss man auch mal Verständnis für haben, dass eben relevante, grundsätzliche, fundamentale Informationen über diesen Staat nicht verfügbar sind. Deswegen habt ihr natürlich nur Zufälle, überall in dieser Welt, die natürlich meistens mit diesem komischen Matrix-Gedöns zu tun haben. Matrix ist nicht umsonst hellgrün, hat alles mit Zauberei zu tun.
Ja? Und Freemason heißt original ein fahrender Gilde von Maurern eben mit einem geheimen Code. Da sind wir jetzt genau wieder bei diesem Jesaja 29,15. Ne? Menschen, die irgendetwas im Verborgenen tun. Genau. Ich weiß, wie sehr er darauf wartet, dass die Labertasche und der Meckerfritze endlich was über den Hergang des Kennedy-Attentats sagen. Das tun wir auch. Wir haben nur noch zwei Abzweigungen, die wir in dieser Sendung machen werden. Das ist jetzt die Einleitung. Und deswegen heißt die Sendung auch Einleitung. Gut. Ihr wisst, dass Dallas auf dem 33. Breitengrad liegt. Ne? Da haben wir lang und breit drüber gesprochen. 33 Grad Dallas. Am 22.11., ne, 22 plus 11 ist 33, fanden in unterschiedlichen Jahren bedeutende Ereignisse statt. Und es tut mir leid, das kommt in der nächsten oder übernächsten Folge. Aber das ist 22.11., ist ein sehr, sehr signifikantes Datum. Und das hat noch eine ganz andere Bedeutung, die dann irgendwann in Folge 60 kommt. Ich möchte, dass das jeder versteht. Deswegen kommen wir jetzt zu etwas komplett anderem. Wie der John Cleese jetzt hier sagt, ich muss mich outen, ich bin ein absoluter John Cleese-Fan, ich finde den Mann überlustig, aber ist halt so meine Sache, deswegen müsst ihr jetzt leider mit meinem Geschmack hier Vorlieb nehmen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem, oder vielleicht auch nicht. Das ist Laurel und Hardy. Laurel und Hardy waren beim Papst. Als Laurel und Hardy 1950 zum Dreh nach Europa kamen, wollte sie Papst Pius XII. Um jeden Preis sehen, wie ein Historiker herausfand. Offenbar wurde der Vorgang aus den Vatikan-Akten gelöscht. Guck mal, die haben genau dasselbe Problem wie das Bundesministerium des Inneren. Da ist auch nicht alles verfügbar. Also es gibt Dinge, die stehen nicht in den Akten. Wir reden hier über Hitlers Papst. Papst Pius, Eugenio Pacelli. Also Kurt Tucholsky sagt zu Dick und Doof, nicht nur zu denen, der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Als 2009 der Thriller Illuminati nach dem Weltbestseller des amerikanischen Schriftstellers Dan Brown, ein absoluter Desinformationsspezialist, präsentiert wurde, musste dies außerhalb des Vatikans geschehen. Die Schweizer Gardisten, die dazu aufmarschierten, erwiesen sich als falsch, wie auch die päpstlichen Gemächer, die im Film gezeigt werden. Denn der Vatikan hatte Regisseur Ron Howard die Drehgenehmigung verweigert. Für die krude Mischung aus Esoterik, Action und Verschwörungstheorie durften keine heiligen Orte entweiht werden, hieß es. Ich wusste gar nicht, dass es heilige Orte gibt, die irgendetwas mit dem Vatikan zu tun haben. Aber interessant. Aber manche Leute haben eben einen Vogel. Und Papst Pius XII. Hatte eine durchaus eine humoristische Ader. Ja, der hat beispielsweise auch bestimmt total gelächelt, als eine ganze Menge Menschen im Zweiten Weltkrieg irgendwie ums Leben gekommen sind. Denn er hat, was man ihm zumindest vorwerfen kann, keine deutliche Stellung gegen den ganzen Genozid irgendwo da bezogen. Und das ist noch das Geringste der Sachen. Wenn man da in die Geschichte reingeht, dann wird man nicht mehr froh und kann auch nicht mehr schlafen heute Nacht. Aber nochmal, es geht sich jetzt hier um Dick und Doof beim Papst. Ist kein Spaß. Dieser Papst, der so eine total humoristische Ader hat, wird von vielen letzten Endes auch in die Nähe des Dritten Reiches gerückt, weil er natürlich auch bei der Unterzeichnung des Konkordates im Jahre 1933 da federführend war. Und nicht nur das, er war ja auch dann damals Nunzio gewesen in München und hat dann da Hitler kennengelernt. Die Welt schreibt jetzt hier, auch Päpste sind nur Menschen und haben entsprechende Bedürfnisse. Und da schwart mir ja so einiges Böses, ne? Wenn die entsprechende Bedürfnisse haben. Wie war das mit Zölibat? Päpste sind auch nur Menschen, also das darfst du aber nicht dem Papst sagen, der sich als Stellvertreter Jesus Christus hier auf der Welt bezeichnet und dann eben unfehlbar ist, wenn er von der Kanzel spricht. Dann ist er kein Mensch mehr, ne? Dann ist er nämlich dann plötzlich dann halb Gott. Ja, ja. Auf jeden Fall meinte der Papst eben, sich erholen zu müssen beim Humor von Laurel und Hardy, wenn er sein anstrengendes Tagewerk verbracht hatte. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch jemals im Steinbruch oder unter Tage gearbeitet hat, in der Zeche Karl oder so, aber anscheinend hat er ein sehr, sehr anstrengendes Leben, ne? Mhm. Gut, jeder hatte seine anderen Ideen zu dem Papst. Ne? Das ist hier eine Geschichte nach der Bombardierung in Italien, wo der Papst sich dann so aufstellt. Das hat mich jetzt spontan an eine andere Statue erinnert, die dann ganz, ganz weiter südlich, wo es noch wärmer ist als in Italien, in Rio de Janeiro steht. Hm? Also der Papst als Stellvertreter Jesus Christus. Ich meine, also noch einfacher kann man es, glaube ich, gar nicht haben wollen. Ne? Aber der Papst war eben immer schon da, wo es eben was zu holen gibt. Und damit natürlich dann auch damals, wo er noch kein Papst gewesen ist. Der ist dann, ich glaube nicht zufälligerweise, 1939, ein paar Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dann Papst geworden. Und hat jetzt hier dann wohl auch Laurel Hardy ganz toll gefunden. Wie ich auch. Mhm. Für seine Doppelbiografie der beiden Komiker, Laurel und Hardy, durfte Gemma, das ist nämlich jetzt hier der Schreiber, Historiker Benedetto Gemma, durfte in den Archiven des Vatikan recherchieren. Komisch, eben wurde mir erzählt, da gibt es keine Unterlagen. Jetzt gibt es doch welche. Dabei kam er einem interessanten Vorgang auf der Spur.
Als Laurel & Hardy 1950 in Europa kam, um den Film Atoll K zu drehen, einer ihrer schlechtesten, sollte es ihre letzte gemeinsame Arbeit sein, wünschte der Papst, die beiden um jeden Preis zu sehen. Umgehend wurde eine Privataudienz für die Stars im Vatikan anberaumt. Das Erstaunliche daran, von der Begegnung haben sich weder ein Foto noch eine Notiz in den Akten des Vatikans erhalten. Ja. Gemma hält es dafür für wahrscheinlich, dass alle Hinweise auf die ungewöhnliche Privataudienz am Heiligen Stuhl, also, naja, gut, also hier muss auch wieder ein grünes rein, getilgt worden sind. Ein Grund könnte der wiederholte Bruch des Heiligen Sakraments der Ehe durch Hollywood-Stars gewesen sein, aber ich vermute, dass sein Partner Hardy war in dritter Ehe verheiratet und darüber hinaus Mitglied der Freimaurer. Gründe genug, dass dieses humoristische Detail im Leben des Papstes nicht aktenkundig geworden ist. Ne? Oliver Hardy? Hm? Psst, geheim. War nicht nur in diesem lustigen Film Die Wüstensöhne jetzt hier, wo es sich um Schweiners geht, sondern wurde auch initiiert in die Freimaurerloge Solomon Lodge, also immer genau bei dem Templerbauer Salomon oder Salomon Building, auch in einer anderen Sprache, Lodge Nummer 20 in Florida initiiert. Das hat er zugegeben, ich habe das selber gesehen in meinem Interview 1954. Und gleichzeitig gibt es eine päpstliche Bulle von Papst Clemens XII. Im Jahre 1738, wo eben Katholiken gebannt werden, von, dass man eben Freimaurerei eben bitte nicht zu betreiben hätte und das eigentlich auch für alle Freimaurer gilt. Also nach außen hin ist der Vatikan ganz, ganz, ganz entschieden gegen die Freimaurerei. Mhm. Ja, und auch in der Kongregation der Treue, Congregation for the Doctrine of Faith, also die normale Inquisition, jetzt wenn man auch in unseren Papst Benedikt hier dann halt dann denkt aus Deutschland, wir sind Papst, die haben das nochmal bestätigt im Jahre 1983, also ist ganz, ganz rezent, ganz, ganz aktuell eigentlich. Ja? Und deswegen gibt es eine päpstliche Bannung der Freimaurerei, das ist hier schon beschrieben, beispielsweise im Jahre 1738. Inzwischen ist das aber, glaube ich, gestattet, ne? Seit 2000 irgendwas, meine ich, ist gut. Dieser Bann weggenommen. Gut, da weißt du dann in dem Moment dann mehr als ich, nur zu dem Zeitpunkt des Besuches von Oliver Hardy war es dann sicherlich noch intakt. Ja, und, ja, das ist, glaube ich, im Anfang der 2000er Jahre irgendwo gewesen, dass das gemacht wurde. Ich kann es ja mal nachschauen, ja. Aber das zu der Zeit von Oliver Hardy war das so. Ja. Absolut, ja. Ja, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Freimaurerorganisationen, die nach außen gar nicht als solche zu erkennen sind. Beispielsweise der Internationale Orden der Regenbogen für Mädchen, ne? IORG, von 11 bis 20. Da darfst du dann Regenbogen zeichnen. Zum Beispiel also hier, ne? Bleib zu Hause. Alles wird gut. Ja, so hat ein Symbol zig verschiedene Möglichkeiten der Deutung. Ne? Biblisch beispielsweise den Bund von Gott mit Noah oder halt jetzt auch LGBT oder aber auch jetzt hier eine freimaurerische internationalen Order für den Regenbogen für Mädchen. Aber nur für Mädchen, ne? Muss man ganz geschickt sein. So viel mal dazu, dass das Papsttum sich eigentlich äußerlich von der Freimaurerei zumindest bis kürzlich distanziert hat. Wir reden jetzt hier über Oliver Hardy und wir reden jetzt auch noch während der Zeit des Anschlages auf Kennedy 1963. Jetzt kommen wir nämlich zu etwas komplett anderem. Das ist der Papst, Johannes Paul I. Albino Luciani hieß er, der Papst des Lächelns. Er veröffentlichte einige bemerkenswerte Publikationen, unter anderem beispielsweise auch diese ganzen Sachen hier und eine Sammlung von Briefen an bedeutende Persönlichkeiten von Jesus Christus bis Pinocchio. Da habe ich jetzt gestaunt, habe ich gesagt, wow, das in einem Satz und bedeutende Persönlichkeiten bei Pinocchio, da muss man aber schon ziemlich neben der Spur sein, oder? Pinocchio ist übrigens ein Mörder, der hat nämlich da mit seinem Hammer eben in Jiminy Cricket, also diese Grille, die ihm da immer Ratschläge geben wollte, dann auch komplett erschlagen, ne? Zumindest im Film von Walt Disney, der 33 Grad Freimaurer gewesen ist. Der kannte sich mit Mord und Totschlag wohl aus. Dieser Papst hat 10 Jahre lang Dogmatik gelehrt. Und das ist nicht das Interessante. Interessant wird es nämlich aus einem ganz anderen Grund. Und ich mache da wirklich einen kurzen Prozess mit dem. Mit dem Verzicht auf die Papstkrönung und dem Majestätsplural gab er auch seinen Nachfolgern das Maß vor. Überhaupt rückte er von vielen kleinen Traditionen und Gepflogenheiten ab und hob damit die Distanz des hohen Amtes zugunsten größerer Nähe zu den Menschen seiner Umgebung auf. Klingt ja erstmal alles gut, ne? Er war der erste Papst, der selbst sein Telefon bediente und auf den Kniefall der Schweizer Garde bei seinem Vorübergehen im Vatikan verzichtete. In seinem kurzen, 33 Tage dauernden Pontifikat. 22.11. Kennedy macht 33. Dedes liegt auf dem 33. Breitengrad. Und dieser Papst hat, das kann ein Zufall sein, 33 Tage regiert. Kann ein Zufall sein, muss nicht.
Nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen starb der Papst Johannes Paul I. in der Nacht vom 28. zum 29. September 1978. Er wurde in der Krypta des Petersdom bestattet. Eine Obduktion seines Leichnams wurde sowohl von seiner Familie als auch vom Vatikan verweigert. Das ist Wikipedia. Sein Tod ließ rasch zahlreiche Verschwörungstheorien aufkommen. Nach offizieller Version wurde die Leiche im Bett aufrecht sitzen gefunden, lächelnd mit einer Druckschrift in den Händen. Also ich meine, Entschuldigung. Also ja, ja. Aber wer das glaubt, ne? Ja, und es gibt Wetterumschwünge und tausend ganz andere Geschichten. Und es gibt auch Menschen, die sagen, na, also ist zwar schon seltsam und sehr kurz und der Papst war auch noch nicht so alt, aber eine Vergiftung, das kann nicht sein. Es gibt keine Anzeichen dafür. Aber warum die Obduktion nicht durchgeführt worden ist, könnte auch zum Grund gehabt haben, dass man nicht zugeben wollte, einen kranken Menschen gewählt zu haben. Und deswegen hat man das unklar gelassen. Das ist so eine schwachsinnige Geschichte. Wenn man wissen möchte, was einem passiert ist bei so einer kurzen Zeitspanne, 33 Tage, macht man normalerweise eine Obduktion. Deswegen gibt es genug Menschen, die darüber Bücher schreiben. Ob sie dann recht haben, ist eine andere Geschichte. David Yalop hat ein Buch geschrieben darüber, heißt Im Namen Gottes, der mysteriöse Tod des 33-Tage-Papstes. In dem er behauptet, dass der Johannes Paul I. vergiftet worden sei, da er korrupte Machenschaften der Vatikanbank aufdecken und beseitigen wollte. Das ist wie gesagt eine Behauptung. Von diesen das Licht der Öffentlichkeit scheuenden Aktionen sei er selbst als Patriarch von Venedig betroffen gewesen und sie stünden in direktem Zusammenhang mit der Affäre um die Banco Ambrosiano mit Paul Marcinkus, Roberto Calvi und Michele Sindona sowie deren Verbindung zu Licio Gellis Freimaurerloge Propaganda Due P2. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum die 33 Tage und die Freimaurerloge und alles mit Kennedy vielleicht relativ Sinn ergeben. Unter amerikanischen Ufologen wird spekuliert, Johannes Paul I. könnte ermordet worden sein, weil er das dritte Geheimnis von Fatima habe enthüllen wollen. Kurz vor seinem Tod seien UFOs über Rom gesichtet worden. Da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Andere behaupten, außerirdische Jesuiten oder Freimaurer stünden hinter dem Tod des Papstes. Ja, also das eine ist jetzt nicht besser oder schlechter als das andere. In dem Buch Michael Barkin, A Culture of Conspiracy, er ist immerhin ein emeritierter Professor der politischen Wissenschaft an der Maxwell-Schule an der Syracuse University in New York. Also da kann ja keiner sagen, dass ein Stümper oder ein was weiß ich, man kann immer noch sein, ne? Professor ist kein akademischer Titel. Culture of Conspiracy auf Seite 137. Luziferianischer Okkultismus kontrolliert die Freimaurerei. Das hat er in seinem Buch geschrieben, dass eine Lady Queenborough das 1933 geschrieben hätte oder beziehungsweise konkludiert, also Schluss gefolgert hätte. Steht in einem Buch eines emeritierten Professors der britischen Wissenschaft. Ist nicht meine Aussage, ich gebe die Aussage hier nur weiter. Die jesuitische freimaurerische Verbindung ist mehr prominent, steht hier auch drin. Also das ist sehr interessant, weil er zieht also auch hier eine ganze Menge Verbindungen zwischen den Jesuiten und den Freimaurern. Ich möchte das nur mal hier benennen. Der Verschwörungstheoretiker John Coleman zum Beispiel, der glaubt, dass ein jesuitischer Freimaurerring existiert innerhalb der CIA. Und da sind wir genau, aber auch wirklich haargenau in der Attentatsszenerie von John F. Kennedy in Dallas. Darf ich kurz eine Bemerkung machen? Ja. Du hattest die Lady Queenborough angeholt hier. Ja. Die hat das Buch geschrieben, Occult Theocracy. Ah ja, Das habe ich auch hier auf meinem Computer. Das kann man als PDF haben. Und wir können ja gerne den Link für die Menschen damit reinmachen, weil das ist, glaube ich, sehr interessant, sich anzuschauen. Ich habe einen Link hier von Archive, wo ich es runtergeholt habe. Das sind zwei Bände. Ich habe hier den ersten Band. Und das ist aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Ich sehe hier das Datum nicht direkt drauf, aber alleine schon das Titelbild. Das sagt sehr viel, das musst du dir dann mal anschauen. Ich kann dir mal eben den Link hier im Skype-Chat geben. Ja, mach mal. Und dann kannst du das mal eben aufmachen und dann kannst du dir das mal angucken. Okay. Selbst auf Archive verschwinden mal Bücher. Okkult Theokratie, ja, mit S hinten. Lady Queenborough. Gut, und ich habe das Buch also und dann werde ich das mal auf meinem Archive hochladen, dass es wieder zur Verfügung steht. Vielleicht wird ja, siehst du mal, wofür das alles gut ist, ne?
Vielleicht wird dann ja auch mein Archive ja, das kann natürlich auch sein, dass dann torpediert geschlossen, wird. Geschlossen, ne? Das weiß man ja nicht. Ne? Ja. Man weiß ja nicht, was soll man machen, was soll man machen? Aber guck mal, in einem Buch eines emeriten Professors steht jetzt hier beispielsweise drin, Brandon places the dividing point at Masons of the... Also Brandon platziert den Trennpunkt der Freimaurer bei dem 33. Grad, über dem dann eben die teuflischen Aktivitäten angeblich stattfinden. Das ist die Arbeit des schottischen Ritus, der eben Freimaurerlogen infiltriert, um sie dann als Framework für die Errichtung der neuen gottlosen New World Order zu benutzen. Ja, das sind also alles diese Geschichten. Ich fand diese Zitate sehr interessant, komme eben genau aus diesem Buch. Ja, kommt eben genau aus diesem Buch. Das ist eigentlich jetzt hier eine Zusammenfassung von anderen Aussagen, aber immerhin, ich meine, dieses Buch wird also benannt als Quelle von Wikipedia. Ja? Und, interessant, er benutzt auch genau hier den Behoded Pale Horse, den William Cooper. Ja? Allerdings jetzt aus einem anderen Hintergrund wegen dieser UFO-Geschichte. Da gehe ich ja niemals mit rein in diese ganzen UFO-Geschichten. Das ist sehr, sehr kompliziert und das habe ich mal in Englisch gemacht, aber das kann ich jetzt nicht in Deutsch machen. Das würde jetzt echt alles sprengen. Aber ich wollte es nur mal sagen, also es gibt hier eine ganze Menge von jesuitischen, freimaurerischen Verbindungen. Ist ja auch ganz logisch, weil beides sind letzten Endes Orden, die hinter verschlossenen Türen Dinge machen und die im Falle der Jesuiten carte blanche haben, also die alles dürfen sozusagen. Also wie James Bond, der darf auch alles, er hat die Lizenz zum Töten. Ja? James Bond steht über Gott, muss sich nicht an die 10 Gebote halten. James Bond hat von der Regierung den Auftrag und die Erlaubnis, andere Menschen aus dem Weg zu schaffen und wenn nötig zu liquidieren. Liquidieren heißt zu töten. Ja, und damit ist es natürlich eine antichristliche oder eine satanische Geschichte. Also ich wollte es nur mal sagen hier, also die ganzen freimaurerischen Geschichten, die kann man eben nicht, oder diese Verschwörungen kann man eben nicht trennen von anderen Plots, von anderen Verschwörungen und so weiter. Da hat er natürlich vollkommen recht, es ist nur eine kleine Abteilung, die eigentlich die protestantische Abteilung der katholischen Ritterorden sind. Ne? Das ist es eben. Ja, und er schreibt auch jetzt hier eine ganze Menge Geschichten, gibt es auch für die John F. Kennedy Assassination, den auch andere Geschichten, die eben okkulten Hintergrund haben, beispielsweise Straßenpläne von Washington, Denver Airport und so weiter und so fort. Ja, ist klar, die ganze Welt funktioniert eigentlich nur mit religiösen und satanischen Hintergründen hier. Das haben wir ja schon in der Bibel gelernt. Das haben wir ja schon bitteschön in der Bibel gelernt, oder? Dass es alles religiöse Hintergründe hat. Alles. In Lukas 4 sagt der Teufel, all diese Macht ist dir gegeben oder übergebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ja, was haben denn die Terroristen gemacht, die sich angeblich nachher auch selber umgebracht haben? Ja, die haben eine ganze Menge Menschen umgebracht, ganz viele Schweizer waren dabei. Wir wissen nicht, was hier von Fake ist und was Photoshop ist. Also du kannst überhaupt nichts so jetzt tatsächlich beweisen. Särge wurden auch aus Italien vor 2 Jahren gemeldet. Ich gebe mal zur Erinnerung. Ne? Auch Blutspuren kann man mit Wasser beispielsweise hier nachstellen und die dann nachher einfärben, so wie hier angeblich aufgedeckt. Aber nochmal, es ist passiert in einem Totentempel. Und die schweizerische Polizei hat dann geschlossen, dass Bin Laden eben die Operation finanziert hätte. Ist klar, ne? Man muss immer den Schuldigen im Wandschrank haben, ne? Wie der Volker Pispers mal so sagt. Ne? Das kommt hier aus dem Buch von The Looming Tower, Al-Qaida und der Weg zu 9-11 von Lawrence White. Ja? Und ich habe in diesem Buch dieses Zitat nicht finden können auf den angegebenen Seiten. Vielleicht gibt es da verschiedene Ausgaben. Ich habe auch Swiss General oder Federal Police, wie heißt denn das Ding nochmal hier, Federal Police eingegeben, habe ich auch nicht finden können. Also immer Vorsicht mit Zitaten und Vorsicht mit Büchern. Ein Buch kann ja auch jemand schreiben, der selber Agent ist. Du weißt ja gar nicht, wer das jetzt da macht. Aber was ich dann weiß, ist, dass in diesem Totentempel, der Hatschepsut, ja, dann eben ein Sonnenheiligtum auch steht. Ein Altar des Sonnenheiligtums. Auf den Wänden des Vestibüls ist die Nachtfahrt der Sonne von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang dargestellt. Ja, warum wohl? The Morning Star. Den Titel Sohn des Morgens, den Lucifer für sich jetzt hier da beansprucht, der ihm gar nicht zusteht. Ne? Oder die Venus als Morgenstern. Also damit sind wir schon wieder beim Pentagramm bei Satan. Also was es da alles an Knüngel gibt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Massaker in Luxor, Augenzeugenbericht und so weiter. Aber weiter mit Papst Johannes Paul I. Der britische Journalist John Cornwell, der kam zum Ergebnis, dass die Mordhypothese falsch sei. Er wäre dann von seinem Amt überfordert gewesen. Also ein Monat Papst reicht und du wirst sehr krank und vereinsamst und wirst von Todessehnsüchten erfüllt. Ja, meine Güte, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Und das ist genau das Problem, wenn man das den Menschen sagt oder diese Sendung jetzt hier auf ein Tagesthema ausstrahlen würden, würden die meisten Leute sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Das Problem ist, dass die meisten die Wahrheit nicht ertragen können, wie jetzt hier Jack Nicholson eigentlich richtigerweise sagt, in eine Frage der Ehre. Deswegen spiele ich jetzt diesen Clip genau hier ein.
Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Das war Jack Nicholson. Und wie gesagt, dieser Papst hat 33 Tage regiert oder im Amt gewesen und so weiter. Angeblich an einer Herzattacke gestorben. Das ist eben die Geschichte, die erste Version. Und da gibt es eine ganze Menge anderen Versionen und eine ganze Menge von irgendwelchen Foulplay, also irgendwelchen Spielchen und Tricks und so weiter im Hintergrund. Und deswegen haben viele Leute gesagt, wie kann ein Mensch, der 65 Jahre alt ist, was für einen Papst relativ jung ist und so weiter, nach 33 Tagen schon sterben? Und deswegen haben viele Leute in der englischen Wikipedia beispielsweise die Freimaurerei da benannt. Wir wissen ja jetzt schon im Hintergrund, warum. Denn es gibt hier Diskrepanzen in den ganzen Aufzählungen und so weiter und unrichtige Aussagen. Also unrichtig heißt eigentlich falsch, ne? Inakkurat. Ja, das ist Neusprech, ja, das ist Sophismus hier. Und deswegen haben viele gesagt, das hat mit der Vatikanischen Bank Banco Ambrosio zu tun. Ja? Diese Bank wurde eben benutzt oder eben bekannt als die Bank der Priester. Und einer von den Vorsitzenden war Franco Ratti, ein Neffe von dem Papst Pius XI. Ja? Also die sind schon eine ganze Menge da unterwegs gewesen in den 50er, 60er Jahren auch schon. Hier seit 1896 schon im Dienst gewesen. Und sein Stellvertreter war der Roberto Calvi. Und der Mafia-Boss Licio Gelo, war eben dann da ein Großmeister der Freimaurerei. Und der hat eben damit zu tun gehabt, mit dieser Freimaurerloge sozusagen, die heißt P2 oder Propaganda Due. Ja? Wenn wir uns mal überlegen, dass Propaganda eigentlich ein Werkzeug der Jesuiten ist und ein Werkzeug der katholischen Kirche ist, Propaganda Fide, für die Verbreitung des Glaubens. Was meint ihr denn, was dann P2 ist, Propaganda Due? Das heißt ja nur, das ist die Nachfolgeorganisation oder die zweite Organisation davon. Propaganda ist immer noch ein lateinisches Wort. Und interessant ist es nämlich jetzt, dass es eben dann einen mysteriösen Mord gibt oder einen angeblichen Selbstmord gibt, eben von dem Bankier Gottes, von dem Roberto Calvi, der eben dann erhängt gefunden worden ist an der Londoner Blackfriars Bridge in 1982. Aus dem Forbes Magazin kommt jetzt hier eine Geschichte. Und die heißt letzten Endes dann nur so, dass der 62-jährige alte Mensch dann da halt hier in Italien ausgereist ist und dann halt in London untergetaucht ist sozusagen. Warum gerade in London? Und es gibt da eine ganze Menge Gerüchte, dass eben auch schon andere Menschen von dieser Bank jetzt hier seit 1977 in Unregelmäßigkeiten verstrickt worden ist. Denkt mal eben an den Papst, der kurze Zeit später nach 33 Tagen ermordet worden ist. Das heißt, die Hypothese ist durchaus interessant. Diese Freimaurerloge ist benannt als Propaganda Due, P2, von Licio Gelli, dann einem eigens sich selber deklarierenden Faschisten und so weiter, dann gegründet worden. Eine Liste von ungefähr 1000 Mitgliedern ging eben dann da rum und die haben sich dann selber genannt Frati Neri, das heißt Black Friars. Moment mal, wie hieß noch eben die Brücke, wo der Roberto Calvi da ermordet, beziehungsweise selbst gemordet da eben aufgefunden worden ist? Die hieß Black Friars Bridge. Haha, was ein Zufall, oder? Einer der nächsten Zufälle. So, das ist sehr interessant, weil das eine Brücke ist, die angeblich ein Kloster mal beherbergt hat oder in der Nähe gewesen ist von den Dominikanern. Die Dominikaner übrigens, nachdem die ganze Republik benannt worden ist, also nicht England, sondern die Dominikanische Republik. Und der Name des Staates leitet sich von dem Gründer des Dominikanerordens, dem heiligen Dominikus, ab. Das ist hier ein bisschen wärmer als in London und auch viel weniger Nebel. Friar meint übrigens ein Mitglied eines Mönchorders der Kirche. Also da ein Friar ist ganz klar, muss auf jeden Fall einen religiösen Hintergrund haben. Ja, und es gibt auch viele interessante Menschen, die da in dieser Loge gewesen sind. Beispielsweise Mr. Bunga Bunga, Silvio Berlusconi. Also damit als Freimaurer kannst du dann auch nicht nur Geheimdienstchef in den Vereinigten Staaten werden, ne? Hallo J. Edgar Hoover, sondern auch italienischer Ministerpräsident. Also ehemaliger natürlich. Ne? Diese Propagandaorganisation oder diese Freimaurerorganisation Propaganda Due war eine italienische Freimaurerloge. Und die hat, kann man jetzt sagen, die hat logischerweise mit dem Roberto Calvi und anderen Menschen dann auch eben mit dem Vatikan zu tun. Also wir wissen schon, dass der Vatikan und Freimaurerei miteinander zu tun haben. Ich will euch da jetzt auch gar nicht langweilen. Ne? Das ist ganz klar, was es da ist. Es ist letzten Endes nur die Propaganda-Organisation, ist dann letzten Endes nur eine Tarnorganisation für die protestantische Unterwanderung aus Italien heraus, sagen wir mal so. So, Propaganda.
FIDE, Collegium Verbano de Propaganda FIDE. Ja? Ihr seht ja dieses Gebäude jetzt hier, wo ich immer sage, das ist der älteste Geheimdienst der Welt, zumindest der jesuitische Geheimdienst der Welt in Rom. Ja? Und Edward Bernays, beispielsweise Neffe von Sigmund Freud und so weiter, wurde auch später im Vatikan eingeladen, weil er seine Aufgabe so hervorragend gemacht hat, die Menschen mit Propaganda vollzumüllen. Und heutzutage haben wir Propaganda auf allen Kanälen. Propaganda ist letzten Endes eine Manipulation. Ja, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Masse ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diesejenigen, die eben diesen unsichtbaren Mechanismus manipulieren, ja, sind eben ein unsichtbares Government, also eine unsichtbare Regierung und so weiter und ist der wahre Herrscher unseres Landes. Und damit meint er jetzt nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, ne? Nein, nein. Ach, jetzt steht's hier in Deutsch. Toll. Das ist ein Zitat von Edward Bernays. Es gibt 1500 Zeitschriften, 1100 Magazinen, 9000 Radiostationen, 1500 TV-Stationen, 2400 Verleger, sagt dieses Bild. Und es gibt nur drei Korporationen und es gibt eigentlich nur einen Menschen, der dahinter steht. Ne? Und das ist natürlich der Vatikan. Ne? Plötzlich ist eben der Banker Gottes Roberto Calvi verschwunden und der fliegt ausgerechnet nach London. Ich glaube bis heute nicht, dass der in London untergetauchen wollte. Ich glaube, dass der in London eben Hilfe gesucht hat, weil in London eigentlich so die finanzielle Macht der Welt ist. In dem Vatikan ist die spirituelle Macht, in Washington DC, Pentagon ist die militärische Macht und in London ist natürlich die finanzielle Macht. Das hat auch seine Gründe. Also an dem Tag, wo also da wirklich alles zusammengekracht ist in der Bank, ist seine Sekretärin aus dem Fenster gesprungen. Und am nächsten Tag wurde eben der Körper von dem Herrn Calvi 700 Meilen später gefunden, ne? Also 700 Meilen weiter weg. Seine Privatsekretärin ist angeblich umgebracht worden, als sie aus ihrem Fenster fiel. Es wird spekuliert, dass sie Selbstmord begangen hat. Ja, spekulieren kann man viel, ne? Beispielsweise Uwe Bachschel und so weiter. Man kann viel spekulieren, aber der Wahrheit liegt dann ganz woanders. Ne? Das ist ein Memo, das hat damit zu tun. Calvis personale private Sekretärin Teresa Graziele Crochet wurde umgebracht, als sie, oder wurde ermordet oder killed, ne, als sie aus ihrem Fenster gefallen ist. Spekulationen ist, dass sie eben selbst mocht. Also das ist jetzt hier vom FBI angeblich, ja. Also FBI ist auch Freimaurerorganisation, von daher, also das ist also dem Motto, das ist das, was die Presse schreiben soll, dass sie also dann Selbstmord dann irgendwo verübt hätte. Ne? Deswegen gibt es also auch immer interessante Selbstmorde, wo Menschen aus dem Fenster fallen, ob das nun Teresa Crochet ist oder dann eben David Rossi und allen möglichen anderen Menschen, plötzlich springen Leute aus dem Fenster. Es gibt ja auch so eine Geschichte, dass Menschen aus dem Fenster gestoßen werden. Ne? Wir erinnern uns mal an den Prager Fenstersturz. Das hat dann andere politische Hintergründe. Und das ist die Blackfriars Bridge. Wenn man das jetzt mal mit Dallas vergleichen würde, was fällt uns auf? Das gibt's gar nicht, oder? Das sind so viele Zufälle immer auf einmal, oder? Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Schon wieder eine Pyramide. Mitten in London diesmal. Also unglaublich. Unglaublich. Also Pyramide und pyramidenähnliche Sachen haben also unglaubliche Anziehungskraft. Die Blackfriars Bridge sieht so aus. Das ist eben genau der Hintergrund, wo eben genau dieser unglückliche Bankier Roberto Calvi, der Bankier Gottes sozusagen, dann ermordet, nein, verselbstmordet, aufgefunden worden ist. Diese Brücke ist nach einem Kloster der Dominikaner, englisch Blackfriars, benannt. Wie haben sich nochmal die Propaganda-Duo-Mitglieder benannt? Blackfriars? Das heißt, die angeblichen Freimaurerloge P2 benennt sich nach einem Titel der Dominikaner. Die Dominikaner waren, sind und werden aber auch nie Freimaurer werden. Und wenn es jetzt mir jemand erzählt, dass es danach ein Zufall ist, dass der Herr ausgerechnet unter dieser Brücke dann da gefunden worden ist, wo man dann als Todesursache von jemand, der total verzweifelt ist, beispielsweise und aus Italien flüchtet, weil ihm ein Steuerprozess an den Fersen hängt, der hängt sich natürlich dann an eine Brücke mit einem langen Seil und macht noch dann zur Sicherheit noch ein paar schwere Steine in seinen Anzug rein. Ist klar, oder? Das wäre doch auch die Mordmethode, die man sich aussucht, wenn man irgendwie keinen Ausweg mehr findet, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, also wer das alles glaubt. Diese Brücke ist nach dem Kloster der Dominikaner Blackfriars benannt. Die haben sich selber Frati Neri, also Blackfriars, benannt. So, und jetzt ist Freimaurerei genau dieselbe Geschichte wie Dominikaner, wie Jesuiten, wie alles mögliche andere auch. Es ist dieselbe Soße, nur auf der anderen Seite. Das ist doch wohl bitteschön offensichtlich hier. Ich kann es nicht noch größer und noch heller und noch roter und was weiß ich machen. Diese Brücke ist im Besitztum einer Wohlfahrtsorganisation, die meint es ja immer nur alle gut und zum Schutz der Menschheit, der Corporation of London, die City of London Corporation, ist die größte Steueroase der Welt. Nein, nicht irgendwo in der Südsee.
Nein, die gibt es seit 1191 formal. Die gibt es eigentlich noch viel früher. Aber das ist eine sehr interessant, weil niemand hat da die Kontrolle, außer die Leute in der City selber, über den mittleren Tempel und den inneren Tempel. Hat natürlich nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun, oder doch? Und ausgerechnet an dieser Brücke, da ist der Roberto Calvi ums Leben gekommen. Mitteltempel, Innertempel. Der Name Innertempel stammt, sagt mir Wikipedia hier in Deutsch und Englisch, von den Tempelrittern, die diesen Bereich als westlichen Teil in London für mehr als 150 Jahre in Besitz hatten. Ja, bevor der dann in 1312 aufgelöst wurde, ja klar, weil dann sind die Tempelritter offiziell verboten worden damals. Ja, ja, da ist ja auch dann der Jacques de Molay. Ja, Jacques de Molay ist ja auch dann angeblich dann auch da verbrannt worden. Ich sage deswegen angeblich, weil mir so wirklich im Kopf gekommen ist die Tage, Moment mal, wir haben ja letzten Endes nur Aufzeichnungen von Königen und vom Vatikan und so weiter und so fort. Im Endeffekt wissen wir gar nichts. Im Endeffekt wissen wir nichts. Es gibt keine objektiven Nachrichtenerstattung oder gibt es auch nicht mal heute. Warum soll es die im Jahre 1300 geben? Also im Endeffekt wissen wir nichts. An die Templer, sagt hier Wikipedia, erinnert die noch gut erhaltene Rundkirche. Also Tempel, Innertempel, Mitteltempel, komm, give me a break, würde ich als Engländer sagen. Ne? Also komm, jetzt ist einfach so albern. Ne? Es wird vermutet, ne? Legend has it. Ne? Also es muss überhaupt nichts vermutet werden, wenn die Kirche mal ehrlich spielen würde und würde sagen, was sie da überhaupt hinter den verschlossenen Tempeltüren da getrieben hätte. Aber das ist eben genau nicht der Punkt. Das ist eben, die Informationen kann man nur vermuten, weil eben viele Sachen, beispielsweise der Besuch von Stan Laurel und Oliver Hardy im Vatikan, eben nicht verfügbar sind oder erst dann verfügbar sind, wenn also gewisse Menschen schon gestorben sind. Und wie jetzt hier beispielsweise, was brauche ich denn jetzt Hilfe Vermutungen, wenn ich solche Symbole habe in der sogenannten Square Mile, in der Viertelmeile der City of London Corporation, eine Korporation. Da geht es sich um Geld verdienen, da geht es sich um einen gemeinsamen Zweck. Und da sind dann solche Symbole hier mit Kreuzen, mit Kreuzrittern und mit Drachen. Muss ich dann auch irgendeine Idee haben, ob das jetzt irgendwie christlich, Nächstenliebe, Wohlfahrtsgemeinschaft oder sonst irgendetwas ist? Das nicht Ringelpiez mit anfassen? Hier geht es sich um Geld verdienen und zwar unter jeglicher Doktrin. Politisches und wirtschaftliches Zentrum der königlichen Aktivitäten, da der Orden religiösen und militärischen Schutz garantierte. Ja, das ist halt Tempelritter. Tempelritter sind sozusagen diejenigen, die damals unermesslich reich gewesen sind und wenn man so will, die ersten Bankiers gewesen sind und damit eine ganz ernstzunehmende Gefahr für das Papsttum und für die Könige. Und nicht umsonst, glaube ich, haben sich damals der Papst und der König zusammengeschlossen, um denen dann zumindest offiziell den Garaus zu machen. Inoffiziell gab es eine Umleitung nach Schweiz und anscheinend auch eine Umleitung nach London. Sogar heute, sagt Wikipedia, und das ist interessant, lebt die Tradition fort, der Priester der Tempelkirche wird Meister genannt. Oh, wie war das mit den Freimaurern? Genau, Priester und Elder oder Edler, so. Ja, es ist immer dasselbe, Leute. Es ist doch einfach, oder? Square Mile ist übrigens auch nicht ganz quadratisch, ne? Aber das ist noch eine andere Geschichte, ne? Also, Leute, ich will damit nur eins sagen. Roberto Calvi, Freimaurerloge und die Verbindung mit Blackfriars Bridge und den Dominikanern. Wer das nicht sieht, der muss wirklich blind sein. Und es gibt Leute, die sind blind, weil die sich für solche Sachen nicht interessieren. Wenn beispielsweise der Eiffelturm inzwischen vergrößert worden ist auf 330 Meter, was sagt mir das denn dann? Wenn ihr alles für einen Zufall haltet, dass auch dieser Papst nur 33 Tage irgendwo da gelebt hat, ja, dann müsst ihr das weiter als einen Zufall halten. Aber ich halte das nicht für einen Zufall. Ich halte das für eher wahrscheinlich, und das macht beispielsweise der Historiker Daniele Ganser genauso, dass es im Hintergrund geheime Armeen und geheime Absprachen, geheime Bünde geben, genau gemäß Jesaja 29,15, die eben im Dunkeln agieren. Und so ist das genau wie mit der vatikanischen Gelinkten Bank Ambrosio, die übrigens auch hinter dieser ganzen Geschichte steht, mit der Finanzierung von Lech Walesas, diesen ganzen Solidarność-Bewegung in Polen. Und damit sind wir schon wieder bei dieser unheiligen Allianz beispielsweise zwischen dem Papst und Ronald Reagan. Natürlich wird da eine ganze Menge Geld reingesteckt. Politik kostet Geld. Manche Menschen sagen auch, und da sind wir beim Schluss dann angelangt, manche Verschwörungstheoretiker, die verbinden den Tod von Johannes Paul im September 1978 mit dem Bild des weißen Bischofs oder dem Bischof, der in weiß gekleidet ist, der durch Lucia Santos und ihre Cousinen Lacinta und Francisco Machto während der Besuch der unserer herrlichen Frau, unserer Frau in Fatima 1917 dann eben da vonstatten, ist ja nur auch eine Legende, ne? Die drei waren dabei, ich nicht, ihr auch nicht. Und deswegen meinen also viele Menschen, dass es eben dann damit zu tun hätte, mit der Heiligsprechung oder mit dem Sakrament Consecration of Russia,
ja, mit ihrer Vision. Interessant, ne? Moment mal, das war 1978, kratz, 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 da war doch was letztens jetzt im März 2022. Vatikan News sagt, dass eben hier der Papst Franziskus, der ein Jesuit ist, ja, der ein Jesuit ist, dann eben ein Gebet gesprochen hat für Russland und die Ukraine und hat, wie man unschwer erkennen kann, die Maria etwas prominent mit zu tun. Der betet hier nicht zu Jesus. Ich meine, der muss auch nicht zu Jesus beten, weil der ist eh die falsche Adresse, aber er sagt ja auch, Jesus hat ja auch im Kreuz versagt, aber anscheinend hat Maria dann den Wettstreit gewonnen, zumindest in seiner Kirche oder in seinem Glauben. Und deswegen betet er zu einer Statue, die steht hier auf dem Podest. Und er macht genau das, einen Verstoß gegen das zweite Gebot, gegen das erste Gebot und ach, ich weiß gar nicht, was noch alles. Aber der Punkt an der Geschichte ist, dass er sie jetzt hier ganz aktuell in der Weltpolitik genau in diesen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingreift. Ne, Ukraine wissen wir ja noch, ne, gelb-blau, da war doch am Anfang dieser Sendung diese gelb-blau-Symbolik. Und diese Geschichte jetzt hier, dieser Papst jetzt macht, die ist jetzt gemacht worden am 25. März, also es ist gerade mal jetzt im Augenblick 14 Tage her. Der Papst mit dem gebrochenen Kreuz, ne? Ja, ja. Es kann alles damit zu tun haben, dass also der Vatikan selber eben etwas anderes exoterisch ausstößt, als was er esoterisch hinter verschlossenen Mauern oder verschlossenen Gebäuden macht. Und das hat natürlich dann auch mit der Freimaurerloge P2 oder der Banco Ambrosio zu tun. Und ich glaube mir mal nicht, dass das ein Zufall gewesen ist, dass der Papst dann 33 Tage nur im Amt gewesen ist. Egal, ob man jetzt die Zahl 33 nimmt, aber alleine schon diese Zeitspanne ist schon extrem außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ne? Der Akt der Weihe Russlands und der Ukraine an die Mutter Gottes durch den Papst. Natürlich, das hat natürlich mit Fatima zu tun. Also, diese Russland-Geschichte. Da weiß aber der Jörg garantiert mehr von als ich. Ich habe das hier nur mal in Deutsch übersetzt, damit man mal sehen kann, der Papst betet tatsächlich an Maria, die Mutter Gottes. Und nicht jetzt hier, ne? Ist doch klar, wen er nicht betet, oder? Dann, Jesus wird irgendwann mal dann auch benannt, ne? Aber eben nicht in erster Reihe. Und man soll eben keine anderen Götter anbeten und auch nicht die Mutter Gottes anbeten. Ne? Zumal sie ist auch nur die Mutter Jesus und nicht die Mutter Gottes. Aber das ist ein anderes, ganz langes Thema jetzt hier. Das ist aktuelle Politik. Das ist jetzt, ich weiß, ungefähr 60 Jahre nach Kennedy. Aber es hat alles damit zu tun. Bei Kennedy geht es sich um ein freimaurerisches Ritual. Und es geht sich jetzt hier beispielsweise um die Verbindung der Freimaurerei zum Vatikan, damit wir später, in den späteren Folgen von Kennedy, tatsächlich sehen, dass es alles eine Suppe ist. Königin der Menschheitsfamilie. Königin des Rosenkranzes. Ja, toll. Ja, das sind alles Titel, die stehen nicht in der Bibel drin, ne? Das erinnert doch an meine Einleitung, ne? Ich habe dir ja gestern geschrieben, warte mal die Lesung heute ab. Ja, ich werde demnächst eine Sendung machen mit dem Gerald, der mir ja unglaublich viele Papiere besorgt. Der hat mir 6 oder 7 PDFs besorgt zur Militärgeschichte und Dinge auch, die für Russland und die Ukraine interessant sind. Und ich werde da mal drüber berichten und da gehen wir natürlich auch in Maria nochmal drauf ein und auch auf dieses Gebet. Mhm. Das ist also schon sehr interessant. Die erste Botschaft war jedenfalls, dass Russland an die römisch-katholische Kirche zurückgeführt werden muss. Ja. Das war 1917, direkt danach hast du die Ermordung des Zaren, die bolschewikische Revolution, danach hast du das atheistische, kommunistische Russland und so weiter und so weiter. Eine ganz interessante Geschichte und natürlich dann die ganzen Geschichten mit Ukraine dabei. Und das wird in der Zukunft noch interessante Sendungen von mir Hinsicht geben. Das ist eben die Geschichte, dass genau dieser Papst, der 33 Tage eben gelebt hat und so weiter, der hat angeblich diese Lucia Santos dann auch getroffen, währenddessen er der Patriarch von Venedig gewesen ist. Und das würde ja dann schon in den Kontext dann irgendwo so ein bisschen passen. Ja? Naja, die Päpste sind alle Maria-Fans. Also Papst Pius XII. Hat ja sogar dieselbe tanzende Sonne von 1917 bei sich im Vatikanischen Garten. Außer 1917, gehabt, ne? Also, außer 1917, ne? Da lädt sie dann zum Tanz, ne? Ja, ja. Genau. Ne? Ja, ja, und das ist eben hier der Papst des Geheimnisses. Ne? Wie war das nochmal mit Jesaja 29,15, ne? Des Geheimnisses, ne? Also auch, dass jetzt egal, wie die Kinder heißen und so weiter, dass Maria ihre Geheimnisse nicht preisgibt, ja, das zeigt nicht von einer christlichen Gesinnung, ne? Jesus hat nichts geheim gemacht. Für mich war wichtig, dass ihr als treue und nette Zuschauer dieser Sendereihe, dieses Formates, auf die Suche gehen könnt und seht, beispielsweise bei den
Beispielen, die ich jetzt gebracht habe, dass es mit Geheimgesellschaften alles dieselbe Soße ist. Und natürlich arbeiten die Freimaurer mit anderen Gesellschaften zusammen. Und das ist genau im Fall Kennedy so offensichtlich und augenscheinlich, dass mir das unglaublich wichtig war, dass es jetzt die Einleitung, dass es hinter dieser Politik eine inoffizielle Politik gibt, ob er den jetzt Deep State nennt oder die Powers to Be oder Secret Team wie der Fletcher Prouty oder wie auch immer. Es sind immer dieselben Leute, es sind klerikale Menschen, die seit Tausenden von Jahren die Macht haben und diese Macht nie wirklich abgegeben haben. Das ist alles eine große Illusion. Politik ist nur Theater. Jesuitentheater ist nur Theater für Erwachsene. Ja? Wo die Erwachsenen dann denken, ach, guck mal, hier Ausbau Puppenkiste ist nur was für Kinder und so weiter, lassen die sich genau dieselben Hampelmänner nur mit echten Menschen vor die Nase halten und tanzen dann dazu. Ne? Und gehen dann ganz fleißig zur Wahl und geben ihre Stimme in eine Urne ab. Ich habe meine Stimme jetzt über eine Stunde hier erhoben und gebe die Stimme jetzt ab an den Jörg. Und ich hoffe, das war eine interessante Sendung. Und das war die Einleitung zum Ritual der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Vielen Dank für eure Zeit. Lest eure Bibel und ich gebe ab an den Jörg. Maranatha. Ja, danke, Michael. Ich habe da auch nicht mehr viel zuzufügen. Ich glaube nur, dass im Laufe der letzten 30 Sendungen ganz deutlich gewesen ist, dass wenn man sich deinen Kanal und meinen Kanal mal anschaut, aus welchen Spiellisten das besteht, aus welchen Videoinhalten das besteht, dass man darin eine Brotspur erkennen kann, so wie Hänsel und Gretel die hinter sich gelassen haben. Aber die blöden Vögel haben dann ja die Brotkrumen leider aufgepickt. Das gibt's jetzt nicht, ne? Also ich habe heute den Vorwurf bekommen von wegen, jetzt zieh da mal das und das aus, das flust ja schon, hinter dir kann man hergehen und so weiter, überall verlierst du deine Spuren und so weiter. Und ich sage, ja, ist das genau wie Hänsel und Gretel, ne? Das vor zwei Stunden, Jörg, vor zwei Stunden. Oder drei. Das... Also jedenfalls, wenn man diese Brotkrumen dann wiederfindet und dieser Spur folgt, dann sieht man bei der Reise durch unsere beiden Kanäle, dass das eine Reise ist, die wirklich ein Ziel hat, die von einem bestimmten Punkt ausgeht und die die Menschen zu einem anderen bestimmten Punkt führt. Und ich möchte es mal so zusammenfassen, dass ich sage, der Punkt, von dem das ausgeht, ist diese Welt, die uns vorgaukelt, gut zu sein, uns aber deutlich zeigt, dass sie furchtbar schlecht ist. Und wenn wir das begriffen haben und wir machen uns auf die Suche nach den Hintergründen, warum sie denn so schlecht ist, wir zum Wort Gottes geleitet werden, das Gute ist, das einzig Gute, was wir in dieser Welt haben. Und es tut mir leid, das wirklich sagen zu müssen. Es gibt nichts anderes Gutes in dieser Welt als das Buch Gottes, also die Bibel. Und deswegen möchte ich auch damit schließen, dass wir neben all diesen ganzen Untersuchungen niemals das Wichtigste, was wir überhaupt in unseren Händen halten können, zu gebrauchen, zu lesen, zu studieren und zu verstehen. Das ist die Bibel. Bis dahin, dann nächstes Mal. Maranatha.
high their council